Moin, moin. Es ist Dienstagabend, der 28.11., 18:30 Uhr. Zeit für eine kleine Folge Astrophie. Frankfurt RP. Ja, schauen wir mal, was so geht. Ich hoffe, euch geht's gut. Ja, in der Folge von gestern oder von heute Morgen war ein bisschen doof mit Zolti-Chat und so. Aber kann man nicht ändern. Aber ich denke mal, heute wird es besser laufen. Ja, ich hoffe, euch geht's gut. Also mir geht's auf jeden Fall gut. Gerade geschnubbelt, ein bisschen was Leckeres zu essen. Ja. Jetzt sind wir auch gleich drauf. Ich weiß gar nicht, wo ich mich ausgeloggt habe. Schauen wir gleich mal. Ich glaube aber auf dem Dach vom Gebäude, vom Autohaus. Channel switched. So. Jetzt mal schauen, genau. 30.000 haben wir. Schlepper 1 an Leitstelle bitte kommen. Hat noch keiner die Leitstelle besetzt, aber ist okay. So. Reden wir mal eben drüber. Machen uns mal eben arbeitsfertig. Sesam, öffne dich. Schon mal den Abstepper rausholen. Dann ist es schon erledigt. Mal gucken, ob ein Bus kommt. Okay. Dann dürfte ich eigentlich soweit fertig sein.
So, schauen wir mal eben. Gut, dann haben wir das auch erledigt. Sehr schön. Mikrofon muted. Mikrofon activated. Haben wir geguckt, ob ich die Tasten noch belegt habe, so wie sie müssen. Mal eben schnell gucken, ob hier jemand ist. Okay, gut. Das passt auch soweit. Sehr schön. Moin. Moin. Draußen parken, das ist nur noch hier. Was? Wir dürfen nur noch draußen parken, leider. What the fuck? Ja, leider. Hallo erstmal. Irgendwas verpasst die Tage? Wenn Leo kommt, dann würde ich das Auto auch nicht hinstellen. Wir haben doch unsere Mitarbeiterparkplätze. Was für ein Auto? Ich sehe da keins. Okay, ich habe auch keins gesehen. Okay. Siehst du? Thema gelesen. Ah, okay. Ah, jetzt erkenne ich dich auch. Ah. Oh, wow. Nee, mit Maske erkenne ich dich nicht. Was für eine Maske? Ich hatte keine auf. Ja, natürlich hattest du eine auf, Schätzlein. Nee, aber gut, egal. Nee, habe ich irgendwas verpasst die Tage? Wir ziehen heute Nacht um. Heute Nacht schon? Zu Donnerstag. Wir sollen wahrscheinlich, ich weiß noch nicht, ob Leo und Leitzel nachher kommen. Dann werden die Autos alle ausgeparkt. Ja, das mit dem Umzug kenne ich schon. Ich weiß auch schon, wohin. Ich auch. Na, ich weiß nicht, ob das heute schon ist. Ich war, ADAC ist auf jeden Fall da. Die sind da? Ja, das sind, natürlich sind die da. Die waren gestern auch schon da. Natürlich, die haben offen. Deswegen, wenn wir Aufträge bekommen, die gehen erst alle zum ADAC. Das heißt, okay. Wir können eigentlich ganz entspannt hier stehen. Und ja. Wir können auf dumm tun, was? Ja. Also auf Faulenzen auf gut Deutsch. Nee. Das mit dem Umzug, da bin ich auf den Stand vom Donnerstag. Ja, aber Donnerstag... Bis 18 Uhr. Ja, aber Donnerstag sollen wir ja schon drüben sein. Ja. Jetzt die Frage, ziehen wir dann morgen um? Weiß nicht. Weil offiziell sollen wir Donnerstag morgen drüben schon anfangen. Okay. Deswegen habe ich spaßeshalber schon mal mein Auto rausgestellt. Ist dir mal aufgefallen, uns ist hier ein Auto zugewiesen worden. Ich war in der Garage, ich habe 3 Vitos in der Garage bei mir. Ich weiß ja, nicht warum. Ja, das ist normal, wenn du im Job bist. Nee, echt? Okay.
Nee, sonst hätte Ja, ich. die könnten wieder weg sein, wenn du außer Dienst gehst. Glaube ich nicht. Ich hatte gestern Aber hatte ich ich hatte keine das auch Vitus. schon. Ich hatte Okay, das gut. auch. Ich Okay. hatte das auch schon. Ich habe vor uns auch mal nachgeguckt. Das ist zwar nicht immer der Fall, aber ab und zu kann das mal passieren. Dass Okay. der Garagenwärter denkt, oh, ich bin mal so nett und stell dir mal Fahrzeuge in die Garagen, die können. Die öffentlichen. Okay. Andere Sache. Du bist in Gleitstelle, habe ich gemerkt? Ja. Gut, ich bin noch nicht zugekommen. Ich muss Ja, erst mein mal Schatz. Feuerlöscher ausprobieren, ob das funktioniert. Was ab? Das Spielchen kennst du ja schon. Ja. Ja. Dies ist heute wieder rennfreudiger als letzte Woche. Okay. Letzte Woche stand ich hier und habe Feuerlöscher ausprobiert. Es kam keiner. Die standen alle mit mich um und hatten Langeweile. Ja, sympathisch. Guten. Ja, danke schön. Warst du schon mal im Freizeitpark? Meinst du den am Strand oder haben die was Ja, Neues? der ist mega gut. Hatte ich richtig Spaß gestern. Du meinst den hier beim Auto, wo Autoscooter und so ist? Ja, genau. Ja, den kenne ich schon. Ah, der war mega gestern. Bisschen Ja, Probleme mit dem Aussteigen gehabt, aber sonst. wir waren da schon ein paar Mal. Weißt du, ob Leitzel oder Dings kommen? Ja, keine Ahnung heute. Ich auch nicht. Ich bin eigentlich nur kurz da. Ich habe Um gestern ein wieder zu paar. gehen. Nee, ich habe gestern ein paar Autoschrott gefahren. Die muss ich mal ganz schnell Ja. reparieren, bevor Leo das mitbekommt. Ja. Ja. Ne, ich bin mit denen gefahren und ja. Bin damit über den Strand, da lagen ein paar Steine rum. War sympathisch. Warte mal. Ich habe Langeweile. Ja. Gib mal Auto her. Ja. Oh. Moin, grüße Sie. Wie können wir Ihnen weiterhelfen? Ich würde gerne, falls mein Auto noch da ist, mein Auto abholen. Servus! Können Ja, wir kein machen. Zeichen. Okay. Beim ADAC oder in Auftrag des ADACs? Soweit ich weiß, hier. Also. Okay. Wissen ist nicht glauben. Glauben ist nicht wissen. Ja. Ja, guten Hunger erstmal. Warte mal, ich kann dir auch noch einen Hot Chip rübergeben, dann das schmeckt dann viel besser. Gerne. Ah, sehr schön. Aber aufpassen, bleibt beim Autofahren, das hat Nebenwirkungen. Wow. Ja, dann brauchen wir mal das Kennzeichen. Warte. Warum liegt da eine Frau? Was ist ein Mann? Klimakleber. Ah, okay, gut. Ja, für ihn ist alles weiblich. Nein, du bist bei mir männlich, aber ist okay, habe ich Ja, verstanden. da bin ich ja zufrieden, wenn ich bei dir männlich bin. UKL 511. 511. Ich merke mir einfach nur den 511. Nee, wir haben zwei 511er innen drin, merkt die alles. Ah, egal. Wird eh nichts bei ihm. Der ruft gleich eben über den Funk. Ja. Solltest du Hilfe brauchen, funk mich bitte an. Wir haben zwei 511er in der Garage. Jetzt sollten Sie mich nicht mehr essen hören. Ach, trotzdem guten Appetit. Danke. Knack. Ja. Darf ich mitknacken? Ich habe hier auch noch so ein bisschen was zum Knacken. Schau mal, ich guck mal in meine Brusttasche, was ich denn da so Leckeres hab. Oh, ich habe noch Tacos. Aber die knacken nicht so schön. Doch.
Ich war Ewigkeiten nicht mehr auf dem Start gewesen, ey. Aber. Frag ihn mal bitte, was für eine Automarke. Danke. Schätze, was für eine Automarke? Audi? BMW? Nee, VW R. Golf R. Golf R, mein Alter. Der, den wir eingepackt haben. Der Pascal da? Ja, der Pascal stand vor dir. Ach so. Ach so. Und Pascal, wenn du gleich nach vorne kommst, der Freund möchte dich gerne mal sprechen. Nee, alles gut, ich fahr. Nur so verwirrt gewesen gerade, deswegen. Warum? Weil er was getan weil er mich begrüßt hat, so als würde er mich kennen. Weil ich glaube, er kennt mich noch. Ich habe hier mal gearbeitet. Hm. Aber ich weiß nicht mehr, weil daher, dass ich lange nicht mehr wach war. Okay. Weil ich jetzt eine Weile geschlafen habe. Ich weiß nicht, ob er mich noch erkennt. Ja, das war massiv schon mal eine Rechnung hätte von 75.000. Wie viel Geld haben Sie dabei? Aktuell steht das Firmen der Rechnung hier so drin. Warte mal, bevor du es auspackst. Weil er hat kein Geld. Machen wir eine Anzahlung oder lassen wir es drin stehen? 75.000 kostet das. 75? Mhm. Das ist eigentlich eine ganz gute Frage. Hast du 75 da? Geht da auch ein Rohr Diamant zwei Stück? Weißt du ja nicht, woher ich die habe, aber wenn die auch. Ob ein zweites Fahrzeug besetzen tut oder ob es wirklich nur der Wagen ist. Wie viel sind zwei rohe Diamante wert? Ob er, wenn er das jetzt nicht bezahlen kann, ein paar Wertsachen aus dem Auto raus haben will. Zwei Diamanten, was sind die wert? Er hätte zwei Diamanten. Weiß gar nicht mehr, warum ich die hab. Ach, komm einfach mal mit. Der Funken ist scheiße. Mach ich halt das Tor auf. Bei mir war es offen. Ja. So, ich hab keinen Bock zu funken. Ja, merkst du. Also, er hat zwei Diamanten. Was sind Diamanten wert? Keine Ahnung. Na, ich nämlich auch nicht. Also weniger als 10.000. Naja, das ist es ja. Ne, naja, weil hier drin steht bei den Wagen. Erstens habe ich unter den Kennzeichen auch nur einen Wagen gefunden mit der 511. Also, was in meinen Augen jetzt möglich ist, du verkaufst dein Auto an uns und kaufst dann, wenn du wieder Geld hast, das Auto zurück. Als das, Gebrauchter. Das ist dann unnötig. Richtig, aber dann hast du wenigstens dein Auto wieder. Ja, aber immer noch kein Geld. Wie viel betragen sie denn, wenn ich aktuell mal fragen darf? Wenig. Also, ich nehme dann an unter 100.000? Definitiv. Also eventuell auch unter 160.000? Unter 60.000? Definitiv. Ja, das ist ein, ja, keine Ahnung. Ich habe jetzt Bargeld, 900. Mit 900 Dollar kommen wir nicht weiter. Ja. Das Problem ist, bei uns steht drin VU 75.000. Jetzt die Frage, gibt es die Möglichkeit, Polizei mit da zu entziehen? Er setzt die Strafe als... Dienst. Ah, scheiße. Sonst hätten wir das, hätte er das als Strafe absetzen können, hätte er so ein Auto auch wieder bekommen. Du musst entscheiden, du bist der Anleiter, ich bin unter dir. Ja, das ist mir klar. Du kennst mich doch schon so lange. Du weißt doch, dass ich schon so lange auf mein Auto warte. Echt, wer sind sie? Jason. Ach so, ja gut. Ja, nee, dann krieg ich das erst recht erklärt, nicht. Warte mal, jetzt erklärt das. Ja, jetzt Stimme. Jetzt habe ich... Nee, Quatsch. Hier ist keine Rechnung mehr drunter. Das Problem ist, normalerweise würde ich das jetzt sogar ablehnen, dass du eine Hälfte einen Teil anzahlst, weil jetzt kommt das große Aber. Du hast nämlich, wenn ich mich jetzt nicht irre, warte, eine aktuelle Rechnung noch bei uns drin von 36.000 plus die Mehrwertsteuer sind dann insgesamt 42.840. Ich habe gerade sowieso mal geguckt, was für Recht. Und das schon seit den 31.10. Ja, dann weißt du ja, dass ich lange nicht mehr da war. Soll ich Ihnen den Finger aus dem Mund nehmen? Die schwatzen ganz schön laut. Weil ich habe zu den anderen Jungs gesagt, ich habe ja nämlich eine Vermutung, dass du dich nach dem Vorfall, was ja damals abgelaufen ist, dass du dich an Leo und Pflanze nicht mal rantraust. Ja, gute Nacht auf Boden.
weil es hat immer nur noch einen Eindruck gemacht, dass du dich, wo du da warst, an den Alltag, ne, nur mich angerufen hast. Und ich habe ja, ich deine Nummer gar nicht hab. Oh, so ein Patsch, aber du hättest ja vorbei kommen können. Hat er sich ja nicht getraut, er hat Angst vor uns. Ja, es gibt Füße. Was, Füße? Hä, er hat Füße. Ich habe Füße verstanden. Ja, Füße zum Herlaufen. Achso, Füße, ja. Gut. Füße, die du links und rechts an deinen Beinen hast. Dann habe ich ja vier Füße. Weil wenn ich links und rechts was an meinen Füßen habe, dann habe ich ja vier Füße. Aber ist egal, mach weiter. Ich zu den Jungs, die mich jetzt schon gesagt habe, ich wäre eigentlich dagegen, dass du deinen Wagen bekommst, bevor du die eine Rechnung noch nicht mal bezahlt hast. Und jetzt kommt dann noch 75.000 dazu. Wir können es ja auch so machen. Ich kauf dir ein Fahrrad von, keine Ahnung, die sind billig. Also ich kann es ja auch so machen, ich gebe dir 40.000 und du zahlst mir die mit 5% Zins zurück. Das wären pro Tag dann 5.000. Wenn ich pro Tag da bin, daher, dass ich zurzeit arbeiten muss. Das wäre mir dann egal. Ich würde einen Vertrag aufsetzen, mir das notieren. Wenn du 10 Tage nicht da bist, 10 mal 15, 50.000. Pro Tag, den er nicht da ist, ein Tausender mehr. Nee, 5.000. 10 mal 15, 50.000. Weil ich müsste das jetzt auch selbst jetzt erstmal ausrechnen, zwecks, ne, weil du hast ja selbst noch bei uns gearbeitet, das sind allgemein. Das ist nicht nur die Rechnung, die jetzt noch aktuell offen steht, das ist nicht nur die Rechnung von den 75.000, plus da kommt eigentlich noch dazu die Tage, wie lange der Wagen schon hier steht. Das ist ja, aktuell drei ja Rechnungen. Doch, du hast dein Fahrzeug nicht abgeholt, Schätzlein. Ich hätte es ja gerne abgeholt. Entweder war Pascal in irgendeinem Einsatz und ich bin dann schlafen gegangen, weil ich schlafen musste. Oder hey, komm, Pascal, ich war immer da. Ich habe dich nie gesehen, ich habe angerufen, alles, da hast du die Leitstelle nicht belegt. Und da, was hast du noch? Hast du die Nummer angerufen oder die Leitstelle direkt? Hier über Dings Tablet. Oh. Geht auch keiner dran. Ja, er geht gerne in den Dienst, ohne die Leitstelle zu belegen, wenn keiner da ist. Ja, jetzt ist die Leitstelle belegt, zwar noch nicht unter die Nummer, aber immer richtig. Warte mal, können wir testen? Ich will mal ein bisschen Spaß haben. Warte. Arsch, ne? Du kommst jetzt keinen Sprechwunsch. Ach, herrlich. Jetzt die Frage, wie viel Schulden hat er denn offen? Ja, läuft. Hilfe. Ja, läuft. Hätte ich jetzt auch gerne. Also sagen wir 75.000 plus 36.000 sind 130.000 plus 20.000, die er... Wie soll er die bezahlen, wenn er da selbst noch unter 50.000 ist? Also selbst gerade beträgt. Ich bin selbst unter 1.000. Also eigentlich ist mir diese Frage ja eigentlich sowas von egal, aber trotzdem will ich sie fragen. Was hast du so angestellt, dass du kein Geld mehr fast hast? Ich hatte schon von Anfang an kein Geld, das ist das Problem. Wärst du in der Feuerwehr gewesen? Wir haben 20, ich war 20.000 in der bekommen. Feuerwehr. Ja. Ich und Pascal haben zwischendurch 20.000 einfach. Da wurde ich herausgeschmissen, weil keiner mit mir die Ausbildung gemacht hat, mir keiner was erklärt hat. Wenn ich durchgefunkt habe, hat fast nie jemand geantwortet. Da hätte ich auch einfach nur in der Ecke sinnlos rumstehen können und nichts machen können. Okay. Und das wäre dann auch wieder verboten gewesen, daher, dass ich dann trotzdem Geld verdiene. Ich kann mich noch an den Arm erinnern, da warst du mit mir bei dem beschossenen Taxi. Ich glaube, das warst du, oder? Kann sein. An dem Arm, wo ich dann aufgestiegen bin zum Werkstattmeister. Was für ein beschossenes Taxi? Ja, scheiße, wenn man nicht im Dienst ist, weiß man auch nicht, was abgeht. Wann war das, Joker? Ja, das wollte ich auch gerade fragen. Ist schon ein paar Tage her. Ein paar Tage, eventuell waren es ein paar Wochen. Nee, ein paar Wochen. Ich war einen Monat nicht mehr da. Na. Passt schon. Ich war jetzt auch mal öfters ein paar Tage mal weg, aber ja gut. Hab ich gesehen. Mhm. Ich hab's mir gegönnt, ein bisschen Urlaub. Frage: Das, was Sie rauchen, Eigenbedarf oder. Legalisiert seit dem 4.4. Okay, gut. Ich wollte nur fragen für einen Freund. Sympathisch. Ja, weil wir haben jetzt einen Polizisten im Dienst und wenn der kommt, der wird sofort klack, klack. Ja, ich muss mit dem Typen auch mal sprechen, weil mir heute was aufgefallen ist. Ja, mir auch. Hast du schon mitbekommen, wo unser Übungsauto ist? Ja, sicher. Ja. Hm?
Ja, der Übungswagen, ne, der Hinweis schickt mich zum ADAC. Ich beim ADAC nachgeguckt, der Hinweis geht dann weiter zur Polizei, aber ich regle das ab. Ja, alles gut, passt schon. Und ich bin diesmal nicht schuld. Ja, Männer hat ihn wahrscheinlich Polizei reingestellt. Bei sich. Aber dafür müssen die aktuell erstmal im Dienst sein, dass ich dem uns wiederholen kann. Ja, die sind nicht im Dienst. Ich habe gerade schon nachgeguckt. Ein gelbes Handy. In gelben Handschuhen. Das ist Gold. Das ist, wo ist das Gold? Ich finde grün einfach immer noch am besten. Ich hab's privat, also. Ja. Wie gehen wir jetzt mit der Sache um? Ja, schwierig. Weil es sind aktuell, wie gesagt, 3 Rechnungen. Also, ich würde ja langsam anfangen. Du solltest erstmal in Gold machen heute, dann machst du schon mal die 36.000 weg. Das ist 1,5 Stunden Gold farmen, dann hast du deine 30.000 drin. Ja, so lange habe ich ja noch nicht mal Zeit, das ist eben das Problem. Ja, da ich können muss ja wir gleich ja nicht wieder schlafen gehen, ich muss um 4 aufstehen. Ja, ich muss um 2 aufstehen. Aber ich habe genug Geld auf dem Konto. Ist ja schön für dich. Ja, finde ich auch. Ich kriege auch gleich wieder Geld. Aber Pascal, das ist eine Sache zwischen euch beiden, also ich darf ja eh nichts entscheiden. Ja, es ist ja wie gesagt das Problem mit 3 Rechnungen. Und ich. Im Prinzip kannst du jetzt fix sagen, wenn er alle 3 Rechnungen bezahlt hat, kriegt er sein Auto. Fertig, Bums. Warte mal, 75, warte mal, jetzt muss ich mal kurz was gucken. Warte mal. Die eine wären 75.000, komischerweise kann ich mir die einfach aus dem Kopf merken. Kurze Frage, als wir das eingelagert haben, war es kaputt? Kommt da auch noch eine Rechnung fürs Reparieren zu? Nein, das war ganz. Ganz ohne Reifen, okay. Der war auch bei uns drin. Na, der war mit Reifen. Alles gut, passt schon. Ich glaube nicht, dass Lenze Leo Bach ist, ne. Nee, das ist doch keiner Wach. Ah, das ist ein schwieriges Thema. Im Prinzip muss man sein Leben, wenn man kein Geld hat, von unten wieder aufbauen. Im Prinzip bleibt dies ja eigentlich nur möglich. Ich hatte letztens Schulden 100.000 bei der Polizei. Ich habe die abgearbeitet, indem ich Gold gefarmt habe. Und jetzt bin ich schuldenfrei und bin wieder ein Plus von 6-stellig. Fertig. Und musste halt meine Autos verkaufen. Wenn sie jetzt klein denken würden, würden sie das Auto an uns verkaufen und sich wieder hocharbeiten. Klingt zwar erstmal scheiße, aber vom Tellerwäscher zum Millionär. Jo. Ja, Mensch, jetzt hast du ihn gefühlt gestummt. Ja, tut mir leid, aber. Ich bin gerade einfach nur leise, weil ich gerade nachdenke. Im Prinzip können wir dir deine Entscheidung nicht abnehmen. Wenn du kein Geld hast, kriegst du dein Auto auch nicht wieder. Wenn du kein Geld hast, musst du es verkaufen, was du nicht hast. Ist quasi so eine Art Pfändung von deiner Seite her. Wie viel ist denn das Auto wert? Vielleicht kaufe ich dir das über Wert ab, dann hast du wieder Geld. Was ist denn das für ein Auto? Ein Golf. Ja. Was ist denn der Wert? 35.000, oder? Warte mal, muss mal Tablet. Warte kurz. Dann würde ich ihn. Wenn ich ihn für 50.000 abkaufe, dann macht er einen Plus von 15.000 und kann erstmal die grobe Rechnung bezahlen. Die erste. Ist das der 5er oder der 7er? Der 7er. Na, der war, glaube ich, bei 30. Ich guck gerade. Wir können es auch ganz anders machen. Der steht gar nicht mehr im Katalog. Okay. Wir können es auch ganz anders machen. Du hast ja kein Auto. Du bestellst einfach ein Taxi vom Autohaus und zahlst einfach die Rechnung fürs Taxi. Und dann brauchst du auch erstmal kein Auto. Dann hast du das schon mal gespart. Und wir machen Umsatz. Wir müssen ja auch wirtschaftlich denken. Wir stehen hier, reden mit dir, aber verdienen kein Geld. Noch nicht. Ach, gleich. Ja.
Ja. Das ist das, was ich anbieten könnte. Also. Gut. Oh, ich hab Geld bekommen. Sehr schön. Ja, ich auch. Wir können uns auch gerne noch 1,5 Stunden unterhalten. Ich mag den Job. Kurze Frage, wenn gleich ein Einsatz kommt. Ich habe mein Fahrzeug ja draußen stehen. Fährst du dann mit dem Schlepper? Ja, weil ich habe das Gefühl, der ADAC geht gleich aus dem Dienst und funkt uns an, könnt ihr übernehmen. Die sind nicht mal im Dienst, aber okay. Na, natürlich sind die im Dienst. Nein. Ich war vorhin schon mal da, die sind bloß nicht im Leitsystem. 500.000, wenn wir jetzt darüber fahren und die sind im Dienst. Gut. Danach bist du arm. Die sind die einzigen, die gerade im Dienst sind. Woher willst du das wissen? Tja. Na, sag's mir. Woher willst du das wissen? Ich schnüffel das. Ja. Kann man das nicht irgendwie im Tablet sehen oder so? Nee, geht nicht. Vor uns war mal jemand da, aber der hat was anderes gemacht. Sagen wir es mal so, wir können schon im Tablet sehen, wenn die sich nicht direkt richtig außer Dienst melden. Dann können wir das schon sehen. Was sagt denn das schöne Tablet? Nö, nur aktuell, also die gerade ordentlich da sind. Und hier stehen. UKL 511. Hast du geguckt, was? Nee, ich habe mir gerade nur angeguckt, das Auto. Ach so. Weil du wolltest mir sagen, was es wert ist, das Auto. Weil ich wollte mir sowieso ein neues Auto zum Schrott fahren, für die Arena holen. Er macht mal Klimakleber nur auf den Bürgersteig. Ich geh jetzt auf die Straße. Warte. Ja, viel Spaß. Warte. Ja. Der Zuckungen. Jetzt kommt super zusammen. Miau, ich sehe den nicht. Mikrofon muted. Dreimal hupen und danach wird er überfahren. Ich gehe mal kurz hier rein. Oh. Das ist nicht mir gerade, ne? Das ist. Achso, ich dachte, du bist tot. Och nö! Der ist ja wirklich tot! Aber. Idiot, wenn du da jetzt auf dem Boden liegst, ne? Ach du heilige Bimbam, ja, das hätte ich den verbinden mit hab. Ich muss dich erstmal hier beitragen. Und hier nicht, ja, ich war gerade da. Ja. So. Mikrofon activated. Schießen die zwar erstmal gegen das Tor, aber ist mir egal. Mikrofon muted. Ach, schön. So. Wofür so ein Feuerlöscher gut ist. Ah, herrlich. Ja. Ja, ich hab mich mal gestummt. Dachte, du hast auch was abbekommen. Natürlich. Ich sitz da. Aha. Okay. Was denn? Der hat gerade probiert, durch dieses Tor zu laufen. Ja, yeah, das machen die ständig. Das ist lustig. Ja, 136 Schläge pro Minute, das passt doch. Ja, das ist normal. Ja. Das hat er. Ich sehe das gleich bei 180. Oder bei 0, aber eher wahrscheinlich eher bei 0. Aber ich kenne es ja schon zu laufen, zu humpeln und dann irgendwann umzukippen. Ja, 3 Schläge pro Minute, das ist sympathisch. Ja, das muss so. Ja, ich hatte letztens 180.
Ich versuche da immer noch durchs Tor zu laufen. Ach ja. Mal gucken, ob wir den gleich wieder zurückbekommen oder ob er ein Krankenhaus wach wird. Bin die Not. Ich glaube mal Krankenhaus. Ja, ich habe Leo mit den letzten 6 oder 7 dann am Ende hochgeholt, HW. HW dreifach mal und dann drücke ich wieder Puls und dann mache ich das so ab und zu mal. Alle 3 Mal. Und das ist möglich, den wieder zurückzubekommen. Ihr seht ja jetzt quasi die Zeit, die unten mitläuft. Wenn die wieder auf 10 Minuten ist, dann werde ich wieder wach. Im Prinzip hat er wieder 2 Minuten gewonnen. Ja, mir ist es soweit ganz gut. Schön. Mhm. Ach, schön. Mhm. Gibt denn auch gleich mal was gegen die Schmerzen? Wenn ich das hier einmal kurz durch habe. Dann mache ich noch einmal halb weh und dann drücke ich wieder. Dann gehe ich einmal wieder kurz rein. Pulsi! So, jetzt sind wir aber 7 Minuten. So, also was gegen die Schmerzen. Ah, je, je. Immer noch durchs Tor zu laufen. Idioten. Ja. Nein, da ruft jetzt keiner die Leitstelle an. Ach, schön. Tja, ich würde ja übernehmen, aber ich darf ja nicht. Was, darfst du nicht die Leitstelle oder Albi? Nein, an sich hier arbeiten. Ruf den gerade überhaupt an. Auto aus Fragott? Ja, dann leg halt wieder auf. Dann leg halt wieder auf. Warum ruft man dann die Leitstelle an, um wieder aufzulegen? Ich verstehe es nicht. Ihr seht es auf jeden Fall, die Zeit wird höher. Also, er bemüht sich. Sind die gerade im Dienst oder was? Hallo? Ja, er hatte Spaß mit dem Feuerlöscher. Und die Ureinwohner fanden es nicht so cool. Sehr schön. Mhm. Er ist quasi umgeschossen, oder? Habe ich das richtig verstanden? Ja, richtig. Okay. Auch super verwendet dabei. Ja, ich mach da mal schnell. Ja, danke. Mullbünden, wenn es geht, wenn es welche. Ja, ich hab auch nichts anderes. Gut. Ach, schön. Hab nun die Mullbünden und Schmerzmittel. Passt. Schmerzmittel immer rein mit dem Schmerzmittel. Wir sind da schon wieder über 10 Minuten. Ja. So, Verbände sag ich schon. Hast du ihnen schon was gegen die Schmerzen gegeben? Ja, das machen wir, wenn er wach ist. Perfekt. So. Guck mal. Achso, er spoilt auch gerade nach seinem Puls gucken. Aber ja, dann machen wir das halt so. EKG geht leichter. Ja, es geht schneller, ich weiß. Ach, schön. Aber auch gut, dass du gleich hier bist, ne? Ja. Ja, nee, nicht nur das Problem, da ist noch ein anderes Problem. Welches? Jason Baum, der gerade neben uns sitzt, würde gerne sein Auto haben, aber das sind aktuell ja ungefähr 3 Rechnungen. Wie würde? Das sind ja ungefähr 3 Rechnungen, die er bezahlen müsste. Das sind die Kosten, wie lange der Wagen hier schon steht. Ja. Dann steht drin die VU-Sets von 75.000. Mhm. Und dann steht noch eine andere Rechnung drin. Du meinst 7.500 wahrscheinlich. Ja, das ist 7.500. Aber der hat, der ist vom Geldbereich unter 1.000. Der soll ja die Scheiße bezahlen können. Da kann ich nichts drüber erinnern. Das ist Sand. Wir können es leider auch nicht herfinger. Und die eine Rechnung ist ja schon seit dem 31. Oktober. Ach, ja, mein Puls kommt so langsam wieder. Ich dachte, er ist schon wieder weg von uns. Nee. Bitte? Ich dachte, Jason ist geflüchtet.
Ja. Ich sitze hier und warte, bis meine Herzschläge wieder normal sind. Du. Mein Puls. Ja gut, eine Quetschverletzung, und was sagt dein anderer Arm? Ah, nur ein Kratzer. Dass du... Halt mal kurz. Ich kontrolliere mal kurz auch deinen Puls. Was hast du denn so für 80 Schläge pro Minute. Ja, die sind ja normal. Ja. Ihr seht ja auch, mein Durst geht höher, das ist gut. Ja, 80. Das ist bequem. Aber Hunger wird nicht höher. Ah, die Kratzer und die Quetschverletzung gehen auch bald weg. Achtung, Weg vom Patienten. Ja. Ja, was alles für Feuerlöscher ausrichten kann. Ja, ist nicht nur für Brände da. Weg vom Patienten, Achtung. Ich glaube, der kommt ins Krankenhaus. Ja, ich glaube auch. Okay, das ist gut, das auch dann. Ah, steh mal ein bisschen. Ja, sag mal. Bitte. So, dann muss ich sie mal kurz hinsetzen. Ich muss mal kurz... Ja, ich muss mal schnell was essen. Ich hab nur noch. Ja, mach das schnell, sonst machst du gleich wieder ein Leckerchen. Ich kenn das Spielchen. Ach, sag mal. Jetzt, oder? Ja, Jason Baum, männlich, erster, zweiter, ja, Dankeschön. Falscher. Ja, ja. Sauerstein, wie geht's dir, ne? Aber wenn ich sie sehe, besser, als wenn ich Pascal sehe. Wow. Wie das? Mikrofon aktiviert. Wie kann ich Ihnen jetzt den Führerschein wiedergeben? Ich habe den automatisch wieder, Sie haben den nur gesehen. Naja. Danke schon für die 14 Karotten. Mikrofon muted. Ja, was für 14? Ich habe dir nur eine gegeben. Steht 14? Ich habe auch 14. Bitte, sag ich dann nicht danach. Ja, mal ernst gemeint, wie geht's Ihnen? Ja, eigentlich gut. Das ist sehr schön. Aber ich habe so einen Führerschein auf meiner Brust, der ist schwer. Ah, okay. 13. Wie? Mit der Löffen. Sie müssen löffen, ne? Ah, danke. Gut. Ah, ein Traum. Ein Traum. Warum gut, ist hier Blut? Das ist vorher nach. Ah, okay. Ah, ich wollte wieder Blutwurst machen. Ah, okay. Ist jemand noch verletzt frei? Nee, ich sollte eigentlich nichts ab. Nö, ich hab kein Aua. Naja, Baum hat sich verletzt. Nicht mehr. Da habe ich auch schon drüber geguckt bei ihm. Der war nicht so schlimmer betroffen wie er. Obwohl ich überfahren wurde, aber. Ja, das ist ja gut, du hast ja nur zwei Verletzungen. Ich darf mal kurz aufschauen, wenn das in Ordnung ist. Bei mir steht da kein. Ah, jetzt. Ich wollte sie eigentlich retten vor den Leuten, die auf sie zugerannt kommen. Deswegen habe ich aus eigenem. Und Notwehr den Feuerlöscher rausgeholt, aber ich glaube, das war ein Fehler. Wo haben sie denn den Feuerlöscher rausgeholt? Also in der Hosentasche oder wie? Ja, auf jeden Fall, immer. Aus dem Arschloch erzogen. Ja, hier. Ja. Wow. Dann aufpassen mit dem Feuerlöscher. Manche Leute mögen den nicht so. Ja, ich weiß schon. Mikrofon muted. Gut. Mikrofon aktiviert. Dann haben sie sonst noch irgendwelche Beschwerden? Kurze Frage. Stopp mal, ja. Den jetzt als Notarzt, hier ist mir jetzt egal. Umzug, ADAC, wann, wie, wo, was, wie? Warum? Wahrscheinlich Donnerstag, schätze ich mal bis 18 Uhr vielleicht, könnte sein, ist nicht sicher. Warum? Weil dieses Gebäude hier massive Probleme bei vielen Leuten verursacht. Ich glaube, bei einer JA hier so aufstehen. Ach, auf keinen Fall. Ich habe nur Kopfschmerzen des Todes, aber dafür gibt's die ja. Ah, genau, das war ja. Und jetzt ziehen wir mir quasi dann einfach zu der anderen Außenstelle um. Die wird aktuell noch foliert und so weiter. Also beklebt, Entschuldigung, nee, foliert und beschildert. Da ist dann quasi direkt eine Tankstelle und so daneben kannst. Die haben Kind haben mich hier von Pascal, ne? Später. Andere genau. Sache, warum habe ich ein Vito bei mir in der Garage? Wer hat mir den zugeteilt? Ja, das kann sein, dass es einfach so ist, wenn sie den noch mehr auspackt haben. Das dürfte beim nächsten Mal Power-Nap weg sein. Naja, ich hab den jetzt seit 3 Tagen bei mir drin.
Verteidigung. Ja, das dürfte weg sein, aber dann. Naja, ich habe den ja heute Morgen bei mir hinten auf der Garage ausgepackt. Okay. Ja, wie gesagt, das kann sein, dass das bald wicker ist, also normalerweise. Naja, das ist der, der vorne steht. Ansonsten würde ich sie darum bitten, das nicht zu machen, ja. Wenn sie nicht im Dienst sind, ne? Naja, ich fahre den auch nicht im nur im Dienst. Gut. Gesundheit. Kann ich sonst noch was für euch tun? Die Rechnung geht an mich für den Einsatz. Okay. Auto aus Frankfurt, Petro, mein Name. Wie kann ich helfen? Oder geht das auf die Firma? Weil im Prinzip ist der Vorfall hier in der Firma passiert. Nope. Ja. Alles gut. Einmal bitte nochmal wiederholen. Die Leute neben mir waren ein bisschen laut. Ist halt mal in der Werkstatt so, dass es lauter ist. Gut, einfach innerhalb der nächsten Woche begleichen. Genau. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und wir hören uns. Wiederschauen. Oh Gott, das hört sich ja schon wieder. Herr Sauer, wünschen die Tür auf. Ich glaube mal, bei uns draußen müssen wir jemand aufräumen. Herr Sauerstein. Sie sollen die Tür offen. Wird draußen rumgeschossen irgendwie. Ich habe die Rechnung bezahlt, habe ich schon. Passt. Ging ich bin zurück, auch schon zurück, wieder verletzt. Zurück, machen Sie die Tür. Habe ich die jetzt bezahlt? Gut. Na. Mikrofon muted. Ja. Ihr seht's ja. Ist ein bisschen schwammig. Gut, mal schauen. Also ist der Mount mehr auf. Egal, dann. Wie soll ich ihm aufmachen? Ja. Ja, wie soll ich denn die Tür aufmachen? Ich bin bewusstlos. Ich bin bewusstlos. Wie soll ich denn das machen? Puls von 76. Ja. Wahrscheinlich war ich nicht hundertprozentig geheilt. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich habe gerade jemanden wieder an meinem Körper.
Herr Saustein, Sie dürfen den Kramuskel betätigen. Wachen Sie wieder auf. Erstmal schnell was essen. Microphone activated. Dann Eistee. Noch ein Eistee. Sauerstein an Leitstelle, bitte kommen. Ja, Gott. Ich bitte eine Abholung durch ein Taxi aus unserem eigenen Unternehmen. Ich stehe gerade am Krankenhaus. Ja, aktuell nicht möglich. Sechs Autos abschleppen, etc. mit der Polizei. Okay, Schlepper 1 Ende. Ich komme zu Fuß. Gut. Warum ist hier ein Kreisverkehr? Okay. Schlepper 2 ist wieder Status 2 im Autohaus. Ja, so nett. Gut. Eieiei. Kann sich doch bei mir ein bisschen dauern. Ich weiß, du bist nicht von der schnellsten Sorte, ich weiß.
schon mal auf dem Tablet nachgeguckt, wie man, oder gelernt, wie man Kennzeichen abfahren tut? Um zu gucken, ob der Wagen angemeldet ist oder nicht? Von welchem Fahrzeug reden wir? Aber im Prinzip kriege ich es hin. Ja, alles klar, dann gebe ich dir mein Kennzeichen durch und guck, was bist du, ob der Wagen angemeldet ist. Das wären HUX 177. Ey, Schätzlein, ich komme gerade aus dem Krankenhaus. So schnell bin ich nicht. So, jetzt können wir besser zusammenarbeiten. Ja, wir sind fast schon fertig hier. Nee, ich hatte gedacht, ich komme noch mal kurz rum. Sag mir mal, seit wann ist dein Kreisverkehr? Du, ich bin genauso überrascht wie du. Gut. Ja, wir hatten letzte Woche auch schon den ersten Schnee. Ah, okay, sympathisch. Ja, ich bin wach geworden, auf einmal bin ich. Ich lag mit dem Schnee drin, man hat mich nicht gesehen. Wo bist du? Ich bin grün. Ja, meine Haare, die hat man gesehen, alles andere nicht. So, und Attacke. Ja, perfekt. Da ist hier nicht gerade einer? Okay, gut. Habe ich das Tor nicht zugemacht? Okay, gut. So, Studio up and running? Sehr schön. Ihr habt's gehört, der Kollege ist kurz zur Apotheke. Wie viele habe ich denn noch? 6, 7? Gut. Sehr schön. Mhm.
sehr schön. Wie viel Geld habe ich denn jetzt? Ich müsste jetzt 30.000, also 31.000. Sehr schön. Ja, schöne Einsätze heute, muss man sagen. Mich stört das bloß ein bisschen. Ich bin jetzt in Game. Mikrofon muted. Mikrofon activated. Na, wo ist er denn? Mikrofon muted. Na, wo ist er denn? Könnt ihr euch noch dran erinnern? Gestern im Video konnte man die richtig schön sehen. Microphone activated. Komm, trau dich, fahr auf den Hof. Fahr auf den Hof. Microphone muted. It's time to throw them things. Eat a dick. Let me show you how this shit's done. Microphone activated. Hi. Hi. Go get the family beat. Sind wir sicher? Die Tore sind alle zu, oder? Ja, die sind zu, aber wir haben auf der rechten Seite eine Lücke. Am Tor. Okay, ja. Aber bis die das herausfinden, sind die dumm. Ja, alles gut. Ich glaube, also, der will dich nur vermöbeln. Der hat ja nichts in der Hand. Na, ich habe einen Feuerlöscher.
Ach, schön. Gut. Ja. Hast du eigentlich zweimal einen Sprechwunsch? Weil ich einmal mit Sachsenhausen drin bin. Ah, oh, sympathisch. Ich bin quasi in Sachsenhausen drin und quasi in ADAC. Okay. Mhm. Ne, ich wollte die. Werden die auch irgendwann wieder entspannter? Oder? Sollten. Nee, das ist mir zu langweilig heute. Mikrofon muted. Mikrofon activated. Ja, da ist er wieder zurück. Aha, da ist er ja, unser Freund. Hallo, hier oben. Hallo, hier bin ich, hier. Ja. Dann gehe ich gleich, wenn er wieder entspannt ist, nach unten. Und dann. Jetzt solltest du Angst haben. Fuck. Man, fuck this shit, fam. Ich würde aber sagen, nein. Bin ich safe? Also nach meiner Aktivitätsleiste müssten noch zwei oben bei dir sein. Es ist so fatisch. Der eine war der Meinung, den Dach, das Dach hochzuklettern, der eine überzubeißen, ich hab den Kaum geschlagen und sein anderer Kumpel hat gekoppelt. Kurz zur Info, ich bin im Auto vom Abschlepper, also ich kann flüchten. Moin! Moin, also der eine ist da oben bewusstlos und der andere hatte keinen Bock mehr. Okay, gut. Ja, auf einmal, ich bin hier quasi oben runtergesprungen. Ah ja, okay, das hat also Platsch gemacht. Ja. Puls ist bei 70. Na denn. Naja, der steigt aber wieder alles ganz entspannt. Außer, dass du eine Kopfverletzung hast. Ja, aber das ist ja bei mir bekannt. Ja, ja. Ja, im Prinzip. Du hast keine Kopfverletzung mehr. Okay, sehr schön. Wie sind die Treppe da hochgekommen? Und warum war das Tor offen? Du bist blöd. Guck mal. Die können. Achso, die sind von dort gekommen. Ja, ja, die sind von da gekommen, von der anderen Seite. Keine Ahnung, vielleicht durchgequetscht. Oh, Jesus Maria. Und ich muss mal eben das Fahrzeug reparieren. Ja, viel Spaß. Oder willst du. Ich weiß nicht, wie kaputt es ist, aber bei da meiner. Kannst du's ja machen. Ich blute noch. Na, eigentlich dürftest du nicht mehr bluten.
Warum ist da ein Blutfleck? An dem von gerade eben, bevor ich dir die Wunde sauber gemacht habe. Achso, okay, gut. Ja. Weil normalerweise dürftest du jetzt nicht mehr bluten. Ich guck also mal, bin ich noch im Dienst? Okay. Gut, sehr schön. Kann ich von hier das Auto reparieren? Schade. Funktioniert nicht. Du hast es schön genug, wahr zu sein, ne? Mäh. So, ich geh also mal kurz rüber. Ja, alles gut. Ist jetzt wieder auf 100. Gut. Also wissen wir, dass die Ureinwohner hier auch hoch können. Gut. Ja. Wäre ich nicht von ausgegangen, aber okay. Ja. Aber was Neues gelernt. Jojo. So, was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich keinen Feuerlöscher mehr raushole. Da tue ich auch nicht mehr. Ja, dann hast du ja was heute gelernt. Ja, ja. Eins möchte ich kurz ausprobieren. Ah, okay, sympathisch. Mhm. Nee, ich möchte keine SOS-Nachricht absetzen. Ja, ihr könnt es drücken zum Moment, da tut ihr keine Ahnung oder was. Hm? Oh, sie rennt weg, sehr schön. Geil. Aber bei der Freiwilligen Feuerwehr ist auch aktuell ruhig, kann das sein? Ja, leider Gottes. Warte mal, ich möchte mal kurz, ich setz dich mal, weil es mich mal interessiert, ich muss es ja auch über die Leitstelle ein bisschen lernen, weil ich setz dich mal für 5 Minuten in die Pause. Au. Ich will keine Pause machen, geht nicht, dann krieg ich kein Geld. Es sind nur 5, hör auf, sonst bin ich auch gleich tot. Achso. Setz dich gleich raus. Warte einen Moment. Brauche nochmal kurz einen Test. Warte, wo muss ich da hin? Da drauf. Warte. Wer war denn das gerade? War Tilbert oder Leitzi oder wer war das? Der gerade eben von der Feuerwehr? Lanzel. Ja, ja. Ach, war Lanzel selber? Okay, alles klar. So, hier drauf und aus der Pause. Schön. Ach, herrlich. Buh. Ach. Wie lange bleibst du nur noch im Dienst? Weiß nicht. Kommt drauf an, wie was abgeht. Eigentlich hätten wir den Auftrag nämlich gar nicht annehmen dürfen. Oder war der ADAC nicht da? Was für ein Auftrag? Ja, vor allem mit der Polizei. Ja, wir können das schon, wenn der ADAC nicht da ist. War der ADAC nicht da? Nein, der war nicht da. Okay, gut. Oh, ich höre was. Alter, wenn man über die Teufel spricht. Super. Dass nie die Klingel will. Die Dame, wir haben die Klingel. Ey, ihr seid doch da, ihr habt mich doch gesehen. Warte, hier ist die Klingel. Ich bräuchte mal kurz eine Schnellreparatur für beide Streifenwagen. Ja, jeder einen, du links, ich rechts. So, zack. Wir kriegen doch alles hin. Weil jetzt hier so ein komischer Typ auftaucht mit so einer dicken Jacke und schwarzen Locken. Ja, jetzt braun. Ja, ja. Ist der braun.
Ja. Naja, der war vorhin auch schon hier, der will sein Auto auslösen, hat aber keine 130.000. Ja, deswegen, also. Wenn es der ist, weil den Namen kenne ich noch nicht tatsächlich, aber. Ja. Ja, der klaut ja gerade mehrere Autos. Gut. Ich weiß. Wäre eine Wäsche auch noch möglich? Bitte? Warte mal, ich muss gerade eh auf Klo. Das kriegt er nicht. Nur die Coolen kriegen eine Wäsche, oder wie? Okay. Machst du das andere auch drüben sauber? Mit Nein, der ist nicht cool. Ich wollte schon immer schon mal was machen. Oh, geil. Eben. Gut. Ah, schönes Blaulicht. Gefällt mir. Ich finde unser Gelblicht immer zu dunkel. Kurze Frage. Wenn Nein. wir... An die Polizei. Wir haben hier ein Auto. Das ist ja bei uns beschlagnahmt. Gegen Geld. Kann man das in den Knast absitzen? Weil der Braun hat jetzt knapp über 100.000 Strafe. Also Kosten an Autos. Ja. Kann man die absitzen? Also ihr könnt klagen. Okay. Wir können klagen und dann kommt dann... Okay, ja. Ja, aber wann können wir denn da eine Anzeige machen? Weil ich jetzt schon allgemein gehört habe, erst nach einem Monat, dann hieß es aber dann erst nach 3 Monaten. Einfach nach 2 Wochen. Nach 2 Wochen schon. Wenn die nicht zahlen, was willst du machen? Also? Ja gut, das ist eine Rechnung auch vom 31.10. Gibt da halt keinen. Also, ich schreibe Zwangsvollstreckungsbescheide, sobald 2 Wochen der Rechnung nicht gezahlt worden ist bei uns. Okay, sollen wir eine Anzeige stellen? Ich hab's ja mitbekommen vorhin. Ihr könnt quasi mir ein Foto von der Rechnung schicken. Ja, kann ich gleich mal machen. Aber weil dann sind wir das Auto auch los. Wir haben, ich glaube, so viele Autos da hinten drin stehen. Warte mal, ich guck mal, ob Lanze da ist. Wo ist er denn hier? Na, natürlich ist der jetzt nicht mehr da. Vor uns war er ja noch da. Ja, der wollte mich nur auf dem Leben wieder zurückholen und dann ist er gegangen. Ja, ich merk schon. Der ist mein Freund. Das war zweifelig. Ja. Er ist mein Schnucki, der was. Sag das nicht so laut, ich bin irgendwann über dir. Ja, glaubst du, wenn. Das glaubst du aber auch nur dann, wenn du am Schlafen bist. Richtig. Gute Nacht. Okay, ich hab's geträumt. Dann muss ich das mal kurz überhaupt erstmal ausprobieren, wie wir das machen. Zwecks. Das ist ja nee. Aber wenigstens haben 36 Leute bestanden, man bezahlt Rechnungen. Anzeigefoto von hier machen. Also grundlegend ist es so, ihr könnt auch in die Rechnung, ihr könnt ja in der Rechnung Datum angeben, bis wann es bezahlt werden muss. Ja, das haben wir jetzt aktuell ja noch nicht gemacht. Noch nicht? Nee, das machen wir aktuell gemacht. Gar nicht, aber ich kann nur so viel sagen, dass es eine Rechnung ist, die ausgestellt worden ist am 31. Oktober. Das ist eine Rechnung von 36.000 plus die Mehrwertsteuer, sind wir bei 42.840. Boah. Und der hat uns vor uns erzählt, weil ich da mal aus Interesse nachgefragt habe, der ist vom Betrag her, was er selbst aktuell besitzt, unter 1.000. Der rennt wahrscheinlich gerade mal mit 500 rum oder mit 700. Der ist ein, wie man so schön nennt, ein armer Schwein auf Deutsch. Also ich weiß ja, wo er wohnt. Ja, das weiß ich nicht. Also wir müssen den Hops nehmen, weil da noch sehr, sehr viele Blitzerrechnungen offen sind. Blitzer, ich hab Pizza verstanden. Du verstehst heute auch ein paar Sachen falsch, ne? Ja. Ja, wie kann ich euch denn jetzt die Rechnung schicken? Ich hab das noch nie gemacht. D-Funk. Entweder D-Funk oder per E-Mail. Du denkst einfach in Docs-Geschichten? Machst davon ein ja, ja. Kopierrolle vom Bildschirm macht. Warte mal. Dann solltest du aber dein Tablet rausholen, weil sonst hast du nicht das vor dir, was du brauchst. Ja, schau mal kurz, ich bin kein D-Zug mehr. Leider Gottes, ich werde alt. Aber trotzdem solltest du ein Tablet rausnehmen, sonst. Ist draußen. Ah, perfekt. Warte mal. Warte, ich hole meins auch raus. Perfekt.
Wir sind ja Profis. E-Mails. Was haben wir das denn hier? Was hat denn der für ein Auto bei euch? Der aktuell was bei uns im Abschnitt. GTI 7. Mhm. Das ist ein. Was war's? Golf R7 oder? Irgendwie sowas. Was war das? Ich glaube aber R7. Wie Wert hat der? Maximal 35, glaube ich, hatte mal so ein. Das ist nicht viel. Neue E-Mail erstellen, warte mal. Aber viel ist es nicht wert. Ich habe ihm ja auch schon gesagt, ich kaufe ihm den 55 ab. Aber das wollte er nicht. Er hatte die erste Rechnung schon abbezahlt, aber. Ich habe das Wort wirklich noch nie getan, ne? Muss ich ehrlich sagen. Alles gut. Du, ich mein, deswegen stehst du doch über mir. Ja, genau. Genau. Genau so ein Ding ist es. Ja, ich okay, so wie ich es damals im anderen Stadt hatte, geht das hier also nicht. Das ist schade. Okay, ich schreibe mir einfach die Rechnungsnummer. Die auch Rechnungsnummer eigentlich einsehen könnt bei euch. Siebter Muskel. Ja, das weiß ich selbst, aber ich bin gerade auf dem Tablet. Ach schön, du weißt das. Oh, geil. Ja, so ganz blöd bin ich dann doch nicht. Ja. Rechnungen. Wo ist der denn jetzt hin? Das ist 278. 278. Mhm. Geht nicht. Notfall soll ich sie über euch über D-Funk schicken? Ich schick's einfach über D-Funk. Wen soll ich denn da schicken? Am besten mir. Am besten den richtigen. Ja. Was war denn da dein Name? Abel. Was war? Abel. Wie heißt du denn im D-Funk? Ich bin bei euch ja auch ebenfalls drin bei der Polizei. Ich bin unter. Ja, dann einfach Metzner. Wenn du beim Polizeitelefon guckst, bin ich Metzner. Ja, dann muss ich mal kurz suchen. Ganz oben. Ach, du bist der Chef. Ah, sehr schön. Nachricht. So. Ich sollte jetzt suchen. Ja, perfekt. Bitte schön. Wunderbar. Danke. Sie haben mitbekommen, ab Donnerstag sind wir drüben? Wahrscheinlich Donnerstag, wenn alles klappt, ja. Ja, natürlich kriegen wir es hin. Oh. Ich bin noch da. Ich weiß, dass es mal hier angesprochen worden ist, eine Ladestation für Landy. Das ist bis heute nicht passiert. Warum? Wir haben doch unsere Abschlepper, da ist ein USB-Anschluss, da können wir unsere Handys laden. Ja, jetzt haben wir aber einen neuen Anschluss. Guck, da steht auch Fälligkeitsdatum 31.10. Passt doch. Hä, wurde das da nicht ausgestellt? Weiß nicht, da steht Fälligkeitsdatum 31.10. Warte mal. Ausgestellt am 24.10. Lol. Hallo, ja, gut. Um 20.27. Hallo. Ja, also. Dann ist deine Anzeige fähig. Ja, und dann könnt ihr, also, das Auto behaltet ihr logischerweise? Ja, klar, das steht bei uns aktuell immer noch drin. Da und da habe ich auch mit den anderen schon abgesprochen, dass keiner den Wagen rausgibt, außer ich. Wenn ja. Dann, ne? Ach, okay. Ich habe es aber nicht, sie haben es nicht mit mir besprochen. Ja, jetzt weißt du es. Gut, danke. Aber nicht die Tatsachen verdrehen. Nee. Dann trage ich jetzt nicht noch die Rechnungen von dem Blitzer noch dazu. Entweder er bezahlt es halt gesamt oder das Fahrzeug wird halt gepfändet und es wird dann quasi durchaus gezahlt und wenn was übrig bleibt, noch an uns. Ja, ich habe ja gesagt, wir nehmen das als Anzahlung an und verkaufen sie intern. Ja, ihr nehmt die Diamanten, die er drin hat. Und dann stimmt, da sind ja noch zwei Rohdiamanten drin hinten. Echt? Ehrlich? Ja. Ja, wunderbar. Wir bekommen das Auto zum Verkauf. Ja. Ja, der kommt jetzt nochmal unsere Rechnung quasi mit dazu und dann hat er nochmal eine Woche Zeit, das zu bezahlen. Wenn er es nicht tut, dann. Ich glaube, das wird bei den Nummern sogar schwierig. Ja, dann bekommt ihr von mir nochmal Bescheid, dass ihr das Auto jetzt quasi... Ich habe meine Rechnung von 75.000 auch in einer Woche bezahlt. Ja, ich habe dir auch am Ende ja auch geholfen. Die 550 Dollar. Ja, ich habe dir aber geholfen. Der hat gar keinen. Er ist auch ein Nichts.
Ja, deswegen ist er bei uns auch rausgeflogen. Ja. Richtig. Ach, der hat bei euch gearbeitet. Ja. Er hat bei uns gearbeitet. Er konnte gar nichts. Wart ihr nicht damals? Ich weiß gar nicht mal, wann das war. Das müsste auch an dem Datum gewesen sein, wo wir die Rechnung. Nee, Quatsch. Oder noch davor. Das ist in der Nähe gewesen. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. In der Nähe von der 569 gewesen. Da hatten wir weiter hinten einen Wagen abgeschleppt und haben dann welche von der Polizei gesehen. Und dann, ja, da kam er dann irgendwann dazu und meinte: Hey, ich müsste ja die Autobahn sperren, obwohl das ja gar nicht unser Bereich ist. Der hat ein bisschen im Allgemeinen auch bei anderen Sachen reingeschissen. Ah, okay. Ich hätte noch eine kurze Frage an die Polizei. Wir hatten ja gerade den Einsatz am Würfelplatz, richtig? Wer zahlt die Anfahrt von zwei Fahrzeugen? Was? Wer zahlt die Anfahrt von zwei Fahrzeugen? Dass ich dich rausgeschickt habe. Nö, ich bin ja auch angefahren, also zählt er doppelt. Ja, also seid der Fahrzeugbesitzer. Also sprich, wenn er dann hierher kommt und das Auto abholen, dann könnt ihr von ihm das Geld cashen. Okay, gut. Weil wir sind jetzt quasi mit einem Servicefahrzeug und Abschleppe angekommen. Das sind also, ja schon. Also berechnen wir mal, dass der Besitzer wahrscheinlich sein Auto erst abholt nach Weihnachten. Ist meistens so. Vermutlich. Ja, wir haben uns ja jetzt vorgedacht, alle Fahrzeuge, die bei uns jetzt mindestens länger stehen als einen Monat, werden in den anderen Abschlepphof geschickt. Die werden zwar immer nur noch mit uns rausgeparkt, aber dann haben wir das hier leerer. Ja? Okay, mich hört doch einer. Gut, sehr schön. Nee, ich habe gerade eine Frage gestellt und kam da keine Antwort drauf, deswegen habe ich mich gewundert. Aber ist okay. Oh, du hast eine Frage gestellt? Ja, sicher habe ich eine Frage gestellt. Ups, ich habe sie dann aber auch wortwörtlich überhört. Nee, es ging um den Einsatz gerade, weil wenn die Polizei schon da ist, kann also, man... da haben sie doch eine Antwort gegeben. Ja, und du hast dann weiter geredet. Deswegen wusste ich nicht, ob das mir galt oder dir. Nee, die haben uns darauf eine Antwort gegeben. Der Besitzer, der den Wagen holt, der bekommt dann die Rechnung noch aufgesetzt von den Fahrzeugen, dass wir mit zwei Fahrzeugen ausgerückt sind. Kann man dem die Rechnung... Doppelrechnung. Hat jemand die ID, dann könnte man die Rechnung auch von hier direkt ausstellen. Nein. Warum? Die kann man doch hinter. Kann man das nicht im Kopfnet auch rausfinden? Wer es war? Nein. Was denn? Ja, doch, eigentlich schon. Wir müssen einfach nur das Kennzeichen abfragen. Ja. Richtig, das Kennzeichen habt ihr ja. Und dann können wir die Rechnung von hier rausstellen, dann sind wir raus aus der Geschichte. So viele Autos habe ich heute noch nicht abgeschleppt, das ist gerade aktuell nur eins. Ja, aber das sind da 500 Euro. Ja, zu den Wagen. Also klar, wir können ja auch selbst gucken. Aber war der Wagen angemeldet oder? Also grundlegend ist es so, ihr schleppt die Fahrzeuge ab und normalerweise, wenn die Beschlagnahmung von der Polizei kommt, also sprich wegen Falschparken oder sowas, wir hatten keine Chance, kommen die Leute bei uns auf die Fahndungsliste und wenn die quasi zu euch kommen, vorausgesetzt die Autos sind angemeldet, zu euch kommen, zahlen die quasi bei euch nur die Rechnung halt für das Abschleppen. Ah, okay. Ja, und die Abschleppgebühren, wie lange der Wagen schon bei uns steht. Okay, gut. Das wird ja pro Tag berechnet. Gut. Weil wir standen nämlich daneben und das wurde nämlich beschlagnahmt. Wir wollten es gerade aufladen, waren weg. Das wäre gut. Wie viel Wert hat der VW Golf von dem? Was? Ich müsste zwischen 30.000 und 40.000. Locker. Ist das nicht weniger? Nee, ein 5er hat 25. Und das war ja ein 7er. Der ist bei uns im Katalog, lass mich mal kurz schicken. Ach, jetzt hat die Polizei gerade sein Fahrzeug. Schön. Wofür habe ich es denn repariert? Wie will er das Auto denn hier finden? Wir haben nur Sportkarren. Er wird es vielleicht noch merken. Guck, und das Licht geht an. Sehr schön. Oh. Kurz zur Info, ihr blockiert eine Ausfahrt, eine Rettungsausfahrt, aber ist okay. Rettungsausfahrt? Also ja, keine Rettungsausfahrt. Oh Gott, sagen. Also der kann im Maximum wahrscheinlich einen Betrag haben von, also ungefähr um die, sagen wir es mal, zwischen 30.000 und 35.000. Ja, deswegen sage ich ja zwischen 30 und 40. Mehr ist too sad. Ja, ich bring mal hier den Fund in die Waffenkammer. Ja, mach das. Ja.
Ich hab Geld bekommen. Nee, wir wollen zwei Fahrten. Nee. Also, jetzt hab ich Geld ab. Oh Mann. Du weißt, erstmal wird dir Geld abgezogen von 45 Euro und dann bekommst du nochmal 950. Ich zahl 300. Wie viele Fahrzeuge besitzt du? Ja, genug. Eigentlich besitze ich nur. Ganz ehrlich, ich müsste bei der Polizei, sorry, wenn ich das hier laut sage, noch drei Fahrzeuge abholen. Da habe ich keinen Bock drauf. Ja, fertig. Die stehen alle noch bei Polizeien im Hof. Bin ich eigentlich, meiner Meinung nach, ich bin mir aktuell gar nicht sicher, haben wir nicht auch noch einen Polizeiwagen im Abschlepphof? Ja. Wollt ihr den mal wieder haben? Nö. Frag nur für einen Freund. Was? Wir haben vor ungefähr ein, zwei Wochen standen mal für ein paar Tage ein Polizeiwagen bei uns hier auf dem gelben Parkplatz. Okay. Komplett unberührt, offen, und ich dachte mir, hey, bevor der Wagen einen innerlichen Ausflug macht mit irgendwelchen Leuten, die der Meinung sind, ey, ist es cool, einen Polizeiwagen zu klauen, kann das? Du hast ein Polizeiauto, lass es nicht zu laut. Nicht, dass er dich noch nimmt. Du hast einen Polizeiwagen geklaut, denk dran. Nein, ich habe den bei uns im Abschlepphof gestellt. Er hat ihn sicher gestellt. Das ist was anderes, weil er hat gesagt, er hat den geklaut. Ich guck mal kurz nach. Ey, ich komme hier nicht durch die Mauer, so dick. Ja, so. Wir haben auch aktuelles Problem, dass unsere Polizeigarage gar nicht funktioniert. Richtig, da stehen nämlich meine Fahrzeuge drin. Nee, nicht die andere, die, wo wir unsere Polizeiautos rausholen. Ach, unten die. Aha, die große. Die richtige Garage funktioniert nicht. Naja, ich weiß schon. Deswegen haben wir ja momentan die Ersatzgarage, wo halt Parkautos drin stehen, die halt nicht getuned sind. Ja, klar. Ja. Das bei die Garage funktioniert ja auch nicht. Hier funktioniert die Garage. Ja. Ganz komisch. Ich werde dieses Gebäude schon vermissen. Ich bin mal gespannt, wo das Auto aus dem Ding kommt. Und wann zieht ihr um? Ja, Donnerstag. Das schon? Ah, okay. Da bin ich da. Ja, wir ziehen ja komplett. Ich weiß nicht, ob wir beim Umzug Absicherung von der Polizei bekommen. Was geplant ist, keine Ahnung. Es wurde noch nichts angefragt. Weil im Prinzip haben wir 10 Fahrzeuge stehen. Ja. Und. Ja. Bin mal gespannt. Die Garage funktioniert. Oh Gott. Er steht quer auf dem Behindertenparkplatz. Sehr schön. Achso. Es war mega cool, dass du ihn eingepackt hast, ausgepackt hast, aber kannst ihn wieder beschlagnahmen. Die Polizeigarage funktioniert nicht mehr. Das heißt, wir können gar nichts, die fliegen von heute auf morgen einfach nicht mehr. Das heißt, wir können auch momentan keine Autos da einpacken. Und die. Gut, ich pack's mal eben ein. Ja. So, ich tu mal was ich nicht darf. Ich fahr mal gegen Uhrzeigersinn. Ja, dann trag dann aber vom weißen Plastik-Lesen und Auspacken ohne Tür. 10-4. Schätzelein, Pascal? Ja? Könntest du es einpacken? Ich habe nicht die Berechtigung dazu. Jetzt muss ich das Warum lässt du den nicht hier stehen? Ach ja. Ich habe den jetzt mit Blaulicht hin auf die Straße gestellt. Wow. Ja, das ist ja wieder er.
Ich sag nur letzten Stadtwerke. Kein Kommentar dazu. Weißt du, wir hatten so Langeweile, oder ich hatte so Langeweile, es war nichts los, aber es war überhaupt nichts. Und er war einfach der Meinung, hey, ich stell mal zur Absicherung den Wagen hinten bei den Stadtwerken, hinten auf die Kreuzung gefühlt absperren. So, wann sind wir aber erst losgefahren? Gefühlt eine halbe Stunde später. Sehr gut. Nicht eingestiegen, der Wagen gefühlt kein Sprit mehr. Achso, scheiße, dann ist der ja gleich auch leer. Ah, okay. Ja, das gut. Ist nicht mein Problem. Es gehört ja der Polizei. Richtig. Nee, machen wir euch gleich. Also stelle ich euch gleich rein. Ey, das Auto steht hinten auf der Kreuzung. Also ich weiß nicht, ob es bald gleich hinten. Ja, weil dann kümmere ich mich mal jetzt schnell drum. Ja, mach das. Oh Mann. Nein, das steht hinten vor der Garage, ganz sicher. Okay. Da hätte ich es ja wahrscheinlich auf der Kreuzung gestellt. Ich glaube, hätten wir Verkehrschaos. Ja. Ach, schön. Und sonst, wie geht's? Ja, ich wurde heute viermal abgeschossen, zweimal wiederbelebt. Cool. Ja, top. Ja. Ich nichts Besseres, wa? Nö. Was wir haben nämlich das große Problem. Ja. Hast du eine Waffe bei? Natürlich. Okay, gut. Warum? Brauche ich die gleich, oder was? Oh nein, das war jetzt kurz Vorwarnung wäre gut gewesen, tatsächlich. Ich bin mal weg. Tschüss. Oh, you wanna get with me, fool? Crap! Microphone activated. Microphone muted. Microphone activated. Ach schön. Wo ist der jetzt hin? Der jagt gerade Leute. Aber wenn die jetzt kommt wegen Feuerlöscher, lache ich, ne? Ja, der muss. Bin ich verwirrt. Hä? Wo ist. Hä? Oh. Was denn? Okay, gut. Ich bin aber auch gerade ein bisschen verwirrt. Nee, ich hab gerade. Einmal steht hier und dann kommen die angefangen und dann sitzen auf einmal in dem Polizeiwagen zwei Elten. Sind krass verwirrt. Nee, ich hab gerade ein Spielchen mit ihm gespielt. Ich wollte mal testen, ob er eine Waffe hat und dann direkt Feuerlöscher gezogen. Ach schön, ich liebe es. Aber hier ist auch aktuell kein Bürger oder so. Ja, ist ja die Polizei. Weiß nicht, mich würde es ja mal interessieren, ob Lanz in der Reha wiederkommt. Microphone muted. Microphone activated. Später mal allgemein aussieht. Na, ich bin auch mal gespannt. Ich guck mich gerade ein bisschen um. Ja, mach das. Gut. Sehr schön. Ich weiß auch nicht, wie lange ich noch im Dienst bin. Ja, ich sehe. Motherfucker! Es ist sowieso gerade nichts los. Servus, da hinten! Are you dead now, motherfucker? Ja, sehe ich genauso. Kannst du auch jetzt ich denke mal, der steht hinter dem Busch und will zu mir. Aber ich glaube auch. Ich glaube auch. Musty Bitch! Microphone muted. Microphone activated. Microphone muted. Microphone activated. The fuck is your problem, motherfucker? Kommt Leute. Hm? Da rennt irgendwo noch einer rum. Ja, ich weiß das schon. Irgendwo ist hier einer. Ja, Jason. Das ist Jason wahrscheinlich, der irgendwo rumrennt.
I'ma smoke your ass, motherfucker. Ey, der Typ ist irgendwo ganz nah, aber ich sehe den nicht. Ich auch nicht, ich höre den. Warte mal, ich hab ne Vermutung. Hinterm Busch. Echt? Microphone muted. Okay, die standen in der Busch. Ist doch nicht Jason oder ist es ein kopfloser Polizist da hinten? Ich hab leider Kreuzung. Ich hab keine Ahnung. Ey, ein bisschen verwirrt. Ja, ich glaube. Falls du reden solltest. Ach doof. Ja, ja, alles gut. Nee, ich war noch nebenbei beim Telefonieren. IC. Ach so. Ja, alles gut. Ich bin ja zwischendurch noch ein bisschen am Arbeiten. Ja, ja, so, das ist. Ah, sehr schön. Ach, herrlich. Ist das heute ruhig, oder? Ich find's gerade nur sympathisch. 2 Leute hier, 2 Leute da drüben und dazwischen einfach so ein paar Fahrzeuge. Ja gut, ein Fahrzeug davon ist meins. Na, meins steht hinten in der Garage. I see. Ich will mal ein bisschen hier Action haben, aber die sind da extrem ruhig gerade, oder? Microphone activated. Ah, hier. Sonst kommen sie doch immer sofort angerannt. Ja, die sehen, dass die Polizei hier steht. Achso, kommen die da nicht? Ach, da. Okay. Was denn? So, jetzt kommt er. Du solltest jetzt rennen. Say, motherfucker, you look like a bitch. Oh, shit. Ja, jetzt hast du der Polizei ein Spiel gemacht. Jetzt sind sie beschäftigt. Ein bisschen Spaß muss sein. Ah, herrlich. Bist ja schon. Ja, jetzt ja. Weißt du, wer alles wach ist. Das sind nur wir und die Polizei. Ist doch gut. Weißt du, du hast jetzt hier 3 Polizeiautos zu stehen. Das ist kriminell. Microphone activated. Microphone activated. Da kein Waffen. Ja, alles klar.
So. Kommen die Ureinwohner nicht, wenn die Polizei hier steht? Weiß nicht, die haben Schiss. Ne, die wurden ja gerade schon erledigt. Mit der. Naja. Bling, bling, wurf, wurf. Guck mal, da unten brennt's. Wo? Da. Herr Sauerstein, Sie möchten doch abgeknallt werden, oder? Mikrofon activated. Da hat's gebrannt! Hat's gebrannt? Das da hat's gerade gebrannt. Ohne Witz. Da hat's echt gebrannt. Okay, komisch. Ja. Na gut. Und ich möchte gerne getasert werden von Ihnen. Nein, nicht getasert. Nein, nein, ich weiß. Das hört sich so falsch an, ne? Ja. Das hört sich so. Ich möchte nur dieses hier noch ein Unglück. Doppelt mir der ganze Körper. Willkommen beim ADAC, hier wie den Golfen. Oh, wow. Also soll ich jetzt bei Lizenz unbekannt reinschreiben und dann halt aber trotzdem einen Namen auswählen? Ja, schreibe einfach bei Müller mit rein, ich bin jetzt bei ihm gefunden. Ich weiß nicht, was wir da für einen Status unten reinschreiben können. Also, es gibt ja Status Beschlagnahmt, das genau. Habe ich jetzt ausgewählt. Genau, mach Beschlagnahmt einfach rein. Und dann Besitzer, dann gibt es Lizenz und den Namen. Den Namen habe ich die Seriennummer. Was soll ich bei Lizenz reinschreiben? Ja, genau. Also schreibe einfach Waffenschein rein. Okay. Es gibt ja einen Waffenschein, es gibt einen Jagdschein. So. Es gibt auch Jagdgewerke, wofür du einen Jagdschein brauchst. Ja, für Frauen wahrscheinlich. Okay. Und da hat das Unicorn immer noch geschlossen, dass man Jagdschein braucht. Schade. Aber jetzt irgendwie ein bisschen zu hoch. Wolltest du dich eigentlich in den Feierabend gehen? Bin ich noch im Dienst oder so ein Shit, aber auch. Also ich frage natürlich mit Freund. Er will mich loswerden, hören Sie es? Kann ich ihn dafür anzeigen? Naja. Ja, danke an der Stelle. Wirklich. Ja, die Polizei hält das keine 5 Minuten mit mir aus. Dafür ist sie aber schon sehr lang hier. Ja. Ich sag mal so, im alten Stadt, wo ich mal eingepackt worden bin, ging ich dem Typen so krass auf den Sack, dass er mich laufen ließ. Ja. Ja, er muss dich einfach nur in so einen Dios entführen, du liest ja die ganze Werbung vor. Kinderriegel, 5 Euro. Warum haben Sie gefragt, ob ich Sie verarschen will? Weil ich hier mit dem Feuerlöscher rumspiele? Ja, weil die Kopfstoßen ja aggressiv macht. Da kann ich aber nichts für. Weil wir zwei Pisse ja löschen, aber nicht halt so grundlos von Feuerlöscher rumspulen, das ist nicht so geil. Warum sollte ich das machen? Das habe ich mich vorhin auch gefragt. Ja, ich mich auch. Perfekt. Ich spiele zwar gerne mit Schläuchen, aber Feuerlöscher sind doch lieber. Gut, ist schon spät, ich muss jetzt los. Jo, schönen Abend. Ja. Rechnung für die Autoreparatur? Mach ich fertig. Beide? Ja, beide. Plus waschen? Okay. Nee, waschen kostet gar nichts. Doch, wenn man Lappen drüber zieht, dann kostet es immer was. Ja, egal. Gut. Nee, es kostet echt nur. Lappen, hallo, Unicorn, Lappen. Aber ist okay. Yeah. Gut. Ja. Meinst du, Lanze kommt heute nochmal? Weiß ich nicht. Oder Leo? Kann ich dir nicht verraten, weil ich es nicht weiß. Okay. Da
Das kann ich dir nicht verraten, das weiß ich nicht. Was findest du schöner, den Audi oder den BMW? Audi. Mag BMW nicht so. Aber von der Helligkeit, der Scheinwerfer ist der Audi heller. Naja. Ach, schön. Ich bin dann überlegen, ob ich da umstehe auf Taxi. Du machen kannst du ein bisschen rumfahren. Na. Kannst du alles easy machen. Ich muss meinen Motorradführerschein noch machen und abholen. Ja, dann wird's mal Zeit. Oh, die Feuerwehr ist da. Ja, wir sind doch da. Richtig. Ja, aber auch gerade in der Leitstelle. Alles gut, passt schon. Leitstelle. Da liegt man in der Channel switched. Wollte mal Lanzer anrufen. Wollte ich mir die ganze. Oh, der Air kommt vorbeigefahren. Ja. Yeah. Ah, sorry, ich hatte gerade ein bisschen Kopfschmerzen. Ja, hast du gerade hier. Wolltest du gerade funken? Microphone muted. Microphone ja, ich hatte gerade ein bisschen Kopfschmerzen und das war ein Funktest. Ich bin gerade der ADAC selbst in den Dienst gekommen, deswegen. Ich schreibe mal kurz für Lanzer. Tag. Ich komme und alle fahren, oder ihr? Ja, ja. Wir hatten gerade drei Polizeiwagen hier. Nur einmal als Info, weil mir das... Jo, tschüss, tschüss. Nur einmal als Info, weil mir die Lage selbst aktuell ein bisschen gerufen wurde. Ich habe Jason Baum angezeigt, zwecks der Rechnung. Das ist einmal der Polizei mitgeteilt. Aha. Was ist mit der Rechnung von Jason Baum? Hat er nicht beglichen, oder wie? Nee, bis heute nicht. Der war vor uns mal bei uns, wie gesagt, weil er mal ne, sein Fahrzeug haben wollte. Aber der hat die allgemeine Rechnung ja noch nicht bezahlt von 36.000 und die Rechnung wurde ja ausgestellt am 24.10. Aha. Und Enddatum der Rechnung zu bezahlen war am 31.10. Wir gehen jetzt schon Richtung Dezember. Aha. Also am Freitag ist ja schon der 1. Dezember. Ja. Ja, nur... Wo wollte ich einmal weitergehen, dass da eine Anzeige an ihn gestellt worden ist von mir. Okay, das ist gut. Weil mir die Lage irgendwann selbst so doof war, das habe ich auch Leo schon gesagt. Weil er am Ende heute irgendwie nur noch zu uns kam, her mit der Betonung, ja, ich habe einen Geldbetrag unter 1000. Okay. Ja. Gut, wart ihr schon beim neuen Gelände? Bei den neuen? Ja. Ja, gestern. Sicher? Wenn das Ex-ADAC-Gelände ist, dann ja. Nein. Das ist wie hinterlegt an einer anderen Adresse. Das ist alles eingetragen, natürlich. Dann fahren wir da kurz mal hin. Steigt's bei mir kurz. Okay. Ja. Ja, du Arsch. Ich sag ja, die coolen sitzen vorne. War das nicht immer die coolen sitzen hinten, aber ja gut. Aber egal. Hinten ist gemütlich, habe ich eine ganze Bank für mich allein. Hast du so zugenommen in den letzten zwei Wochen? Mhm. Okay.
Ich hoffe, es hat geschmeckt. Von Bananen. Achso. Oh nein. Nein, nicht. Nein. Gut. Guten Appetit. Naja, das waren die Bananen von Rüben. Ah, okay. Gut. Ja, ich hab da letztens Bananenbäume gefunden. Dachte ich mir nur so, ja, nehmt ihr dir mal ein paar mit. Aber leider sind sie schon leer. Letzt habe ich mit Leo geteilt. Ich hoffe, wir haben einen Urologen auf der Insel. Schwierig. Muss jetzt von der Fische machen. Ah, okay. Ja. Der Fischer, lebt der noch? Ja. Die Begeisterung, aber dieses Hä? War nicht so überzeugend. Er lebt jetzt aber primär als Polizist. Ah! Ah. Okay. Ah, das habe ich schon lange nicht mehr verkehren sehen. Gut, also hier ist das neue Gelände. Nicht wundern, das Ganze wird noch behoben hier mit den Büschen. Die sind dann bald weg. Ja, da kommt der Gärtner noch. Auch diese Pfosten da, die haben da bald weg. Ja, da haben wir auch einen so in der Halle. Also ich habe gedacht, es geht um die Tankstelle. Er bleibt gerne sitzen. Nee, ich muss mich abschnallen. Gut. Mach mal auf, Pascal. Ich mach mal zu. Das ist dann euer neues Reich, ne? Also die Lampe muss auf jeden Fall noch rot werden, das ist klar. Ist wahrscheinlich die Hintertür nach draußen. Sexy, aber warte mal, irgendwie... Okay. Das gefällt mir. Guck mal, du stehst schon drauf, Pascal. Ja, ich weiß, hat das Tor irgendwie innerliche, psychische Probleme? Welches? Das ganz rechte. Aufzug, ja. Aufzug. Das wird auch. Ah, okay. Wie gesagt, das kommt also Donnerstag dann. Genau. Dann habt ihr da... Boah, Spickkind, ey. Dann haben wir da noch das externe Gebäude. Pass mal auf. Juhu! Ist das das Poolhaus? Nein. Schade. Das ist doch quasi einfach noch mehr ein paar extra Büros, ne? Ja. Ah, ist okay. Ja, gut. Wie weit ist es von hier zu FF? Zu FF? Oder zu BF? Warte mal, zu BF? Na, ist ein Stück. Du, FF Hans, ungefähr, Moment. Ich glaube, 1 Kilometer. Ja, weil im Prinzip... Und zur BF Hans aktuell, ich glaube, 800 Meter oder so. Okay. Das heißt, es macht eigentlich Sinn, wenn ich hier meine Sachen zwischenlager. Welche Sachen zwischenlager? Ja, ich bin ja noch in der FF. Ja, die dürfen sie aber nicht zwischenlagern, das ist eher bewusst. Ja, leider. Jo, sehr schön. Genau, das wollte ich eigentlich nur gesagt haben. Dafür sind wir hochgefahren, aber sehr schön. Und auch diese Anschrift und das Verzerrte, das ist auch bald repariert. Mindestens Donnerstag. Ich schätze bis Donnerstag, ja. Wenn nicht, dann bis Wochenende, hoffe ich. Ja, easy. Jetzt die Frage, können die Tankstellen explodieren? Nein. Gut. Ah, okay. Aber wäre eigentlich eine gute Einnahmequelle. Jedes Mal, wenn die Tankstelle explodiert, machen wir Cash. Gute Geschäftsidee. Ja. Das Geld wird von den Bürgern abgezogen. Kann man die Tankstelle manipulieren? Ich frage für einen Freund. Nee. Ich würde damit bitten, dass sie das nicht tun. Nein, natürlich nicht. Oh, jetzt müssen wir aufpassen, da hinten ist die Polizei. Uiuiui, die verfolgen uns jetzt gleich. Ganz ehrlich. Wett mal, die sind jetzt gleich hinter uns. Naja. Okay, jetzt haben wir über Rot vorne, aber das hat jetzt nicht mehr gesehen. Ja, doch, ich.
Pascal, aber ich bin leise. Willst du gekündigt werden? Nein, das überlebt Leo nicht. Habt ihr irgendwas gesehen? Nö, warum sollte ich? Ich denke nicht, ne? Außer dich. Genau. Ein schöner Anblick pro Tag muss ja sein, ne? Ja, deswegen gucke ich mich dir an. Dich mir an, dich, was für Deutsch. Das wollte ich auch gerade fragen. Wohin wolltest du? Ups, Entschuldigung. Alles gut, ist ja nur dein Fahrzeug. Ja, okay. Aber wir sind ja der ADAC, wir rechnen, stellen das ihnen gleich in Rechnung. Oh, das können sie mal. Apropos in Rechnung stellen. Ja, ich muss später mal die Rechnung ins Pool fahren. Ja, ich muss da auch später nochmal eine Rechnung fertig machen. Ja, ich schreibe sie, wie wir sie haben, ne? Ja, ja, ich muss nachher noch eine schnell machen. Von das ist ein Versauern angewusst, oder? Was? Dass ihr immer diese Rechnungen einschreibt. Ja, aber inzwischen ist so ein Auffall mit Polizei weniger geworden. Was ist? Leider ist so eine Reparatur an Fahrzeugen wie zum Beispiel der Polizei weniger geworden als zuvor schon. Ja. Aber ich mache da gleich noch eine fertig, weil da heute noch was kam von zwei Polizeiwagen. Lieber Herr Doktor, ich habe Kopfschmerzen und Schwindel. Können Sie mich behandeln? Im Kopfschmerzen und Schwindel, Moment. Ah, oh, super. Ich werde erst abgeknallt, dann habe ich Kopfschmerzen und Schwindel. Oh, na denn. So dann explodieren die Fahrzeuge im Umkreis. Schön. So, ich schreibe mal nicht mehr. Und dann findet Pascal wieder morgen ein EKG-Gerät an mir. Was explodiert der ganze Zeit? Ja, irgendwo in der fette Katze, die von der Bank runterspringt. Was sind die Beschwerden nochmal? Na, ich weiß es nicht. Ich soll nur einen Arzt andudeln. Ja, sie haben Beschwerden wahrscheinlich, oder? Starke Kopfschmerzen und Schwindel, oder? Ja, ja, so ein bisschen. Okay. Aber ich habe da vorhin schon 10 Infusionen bekommen plus 10 Akku-Packs. Reicht das nicht? Das kriegen dann Nachwirkungen, ne? Sei von vorher. Wahrscheinlich. Dürfte aber jetzt auch leichter werden dann. Ja, wird besser. Sehr schön. Gut. Ah, was für ein Zufall, dass Sie da sind. Das war vor uns auch schon so ein lustiger Fall. Auf einmal ist er da. Wann? Wann? Once. Das heißt wie bitte, aber ist okay. Wie ist das mit. Ich hatte für Donnerstag ist ja die Umlegung des Gebäudes. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ich hatte die Polizei angefragt, ob die absichern. Also. Eskorte. Ich weiß ja nicht, sind wir abgesichert? Weil wegen Überfall und so? Ja, da weiß ich nichts, Herr Sauerstein. Okay, also gut. Da brauchen wir keine Polizei dafür. Ja, und dann werden wir Ops genommen von Braun. Ich glaube mal, kein Braun? Wagen will hinter einen Abschleppwagen fahren, der auf einmal ruckartig eine Vollbremsung macht. Hier, Kaffeebraun, ja. Hier, Braun, Jonas Braun, nee, wie heißt der Braun? Jason Braun. Jason Braun. Baum. Baum, Braun. Ah, dem ist alles zuzutrauen. Mhm. Weil wenn wir die Autos überführen, die im Abschlepper sind und er klaut sein eigenes Auto. Würdest du mir kurz die Türe öffnen, Pascal, bitte? Welche Tür? Die Tür ist offen. Nö. Dankeschön. Aber weit zu weit weg. Ne? Ich muss einmal kurz austreten. Ach, schön. Weißt du, was der Geile ist? Was? Soll man abschleppen lassen? Der steht im Halteverbot. Nein! Bium. Wer war das? Keine Ahnung. Ah ja. Das war aber, die wissen schon, dass das eine Busspur ist. Nee. Wo will er denn hin? Wer denn? Wo denn? Ja, auf der anderen Seite. Warum fährt er hier so? Moin, grüße Sie! Frohe Weihnachten. Weihnachten, okay. Können Sie eventuell dafür sorgen, dass der Notarztwagen da wegkommt? Weil, der steht auf Ihrer Busspur. Danke.
Perfekt. Sehr schön. Warum wird hier abgesperrt? Was geht jetzt ab? Gute Nacht, Laterne. Ich verstehe gerade gar nicht. Was, was ist los? Pascal, kannst du mich mal, gut. Soll ich dich schlagen? Warte. Ja, perfekt, jetzt einmal quitt. Au! Oh, scheiße. Ja. Er haut zu, weißt du, ich schub's nur. Alles easy, ich hab das schon geregelt. Naja, warte, ich hab. Wie benutze ich Pflaster? Ich hab das schon. Aber ich nicht. Pflaster auf den Körper. Gesundheitsmittel. Ach schön. Jetzt kommt die Polizei! Ach geil. Gut. Ah, oh, die sind. Achtung, Achtung! Huh, das war aber knapp. Gut. Ja, gut. Warte, funktioniert das? Ey, geh doch nicht hinter mir. Ich wollte eigentlich das umschlagen. Na egal, gut. Weißt du, irgendwann kann ich wieder zur Apotheke gehen und mir neue Verbände holen. Warte, ich hab noch welche. Ja, jetzt mache ich grad schon selbst, geh schneller. Warum ist hier Baustellenbereich? Jetzt die Frage, kommt der Bus hier vorbei? Weiß ich nicht, das ist ja schon das Ding. Ja, mal gucken, ob die Nachricht lesen. Ich habe dir jetzt über Telefon eine Nachricht geschickt. Stadtwerke oder was? Mhm. Die soll mal mit dem Bus rumkommen, ob es hier passt. Weil ich würde nämlich fast behaupten. Das könnte fast passen, aber ich finde es zu eng. Da können die am Ende auf der großen Kreuzung so viel sperren, wie sie wollen, ne? Die Straße ist groß genug, wir kommen da immer noch vorbei. Ist das dein Feuerwehrfahrzeug oder ist das ein Schild über dem Auto? Wie meinst du es jetzt? Der ist ein Auto, okay. Da war über dem Auto ein rotes Schild. Das Auto wie ein Feuerwehrfahrzeug. Naja. Jojo. Jetzt die Frage, warum ist jetzt hier eine Baustelle? Das frage ich mich halt auch. Oder ist das eine Lagerfläche, kann es nicht sein für irgendwas. Ja. Kann man die von dem Hof auch anrufen? Ich weiß nicht, wenn die Leitstelle belegen würden. Wären ja dann, warte mal, stehen die überhaupt in der Leiste drin? Stadtwerke, doch, die kannst du anrufen über Leitstelle. Vor allem, der baut hier eine Baustelle auf und irgendwas zu sagen, was hier überhaupt der Fall ist.
Fahrzeug ist mein, wer ist in mein Fahrzeug gestiegen? Das haben ebenfalls die Stadtwerke gemacht. Mein Fahrzeug war definitiv abgeschlossen, ne? Ja, okay. Da kann ich nichts so gut urteilen. Ja, servus, du. Kannst du mal zum Autohaus vorbeikommen? Ich starte gerne vorbeikommen. Frage, ohne Schlüssel in mein Auto eingestiegen, also die müssen es aufrohren. Wir sollen mal einen Bus mitbringen, um zu gucken, ob das hier passt mit dem Bus. Ich bin am überlegen, ob ich... Aber wie breit ist ein Abschlepper, wie weit ist ein Bus? Ja, fast die, ein Bus ist breit, Sollen wir testweise... Also normalerweise habe ich es zugesperrt gehabt, also die haben auf jeden Fall unbefugt in mein Fahrzeug eingestiegen. Jetzt die Frage, sollen wir einmal kurz testweise hier in LKW stellen? Nein, im Notfall fahre ich verkehrt rein. Punkt. Nee, aber der Bus, der muss ja hier langfahren können, deswegen muss der man Bus ja... Der Bus ist mir scheißegal, der ist in mein Auto eingestiegen. Nein, wir haben ja hier eine Buslinie, die hier fährt. Das ist mir schon, das ist doch mir schon, ob der Bus so viel gehört oder nicht, der ist in mein Auto eingestiegen. Ja, ich nicht. Ich war es zum ersten Mal nicht. Zum ersten Mal. Supportisch. Aber ich sag ja, warum der hier eine perfekte scheiß Baustelle jetzt ist? Boah, frag ich mich auch, was das für ein das ist. Einfach... Ja, vor allem, er kommt hierher mit einem Affenzahn, fährt, rast hier einmal durch, als keine Ahnung was, dreht da hinten um, kommt wieder zurück, stellt sich einmal hier auf die Spur, baut da hinten die Baustelle, fährt ein Fahrzeug. Ja, das schuldet ihr dann bitte genauso, ne? Also... Hier, nee, ich habe ihn jetzt gefragt, ob er das Auto zur Seite setzen kann, damit er arbeiten kann. Das ist aber nicht seine Aufgabe. Richtig. Er hätte es normalerweise verneinen müssen. Wer hat er ja nicht verjagt? Nee, hat er nicht. Wer hat es verjagt? Keiner. Und wer hat das Auto weggefahren? Na, der mit dem orangenen Auto. Der hat euch nicht gefragt, ob er das Auto auf Seite fahren darf. Nein. Nö, ich habe ihn gefragt, ob er netterweise das Auto zur Seite stellen kann. Seines, ja. Ja, ja. Oder was hast du für Auto damit gemeint? Das seine oder das meine? Nee, deins. Also weil du hast ihn darum gefragt, ob er mein Auto bekommt. Ich habe eigentlich nur nicht gefragt, weil er vom Gewerbehof ist, ob er das Auto zur Seite stellen kann, weil der Bus ja gleich kommt. Für die Leute, die es interessiert. Er hat gefragt, ob das Auto... Nein, ich. Guck, da kommt schon die Polizei. Da weiß ich ja, ob ich auch herbestellt. Ey, Kollege, Ihr Auto ist kaputt. Soll ich es mal kurz reparieren? Vorne rechts, der Scheinwerfer ist kaputt. Ja, das wäre nett, weil ich wurde gerade gezwungen, was mir schlafen will. So, um was geht's denn hier? Wir möchten nicht, ja. Die können es abschließen. Ich bin mir eigentlich sicher, ich hab's davor abgeschlossen kann, ne? Das ist Punkt 1. Also wäre das wahrscheinlich. Also da bin ich mal. Aber die Leitstelle ruft mich kurz an. Ja. Ja. So, jetzt. Auf jeden Fall ist er in das Auto eingestiegen, hat es auf Seiten gehauen. Ohne Befugnis. Ne? Mhm. Im Fahrzeug kann diverse Materialien drin, die wo ein startfähiger Mensch nicht in die Hand nehmen sollte, ne? Ja. Du weißt es eh. Auf die Seite. Cocksucker! Folgt gerade aus dem Auto ziehen. Ah, egal, jetzt ist er weg. Okay. Ja? Ah, ich gut auf den kommen. Das nächste ist, ich bin hier informiert worden, dass da eine Baustelle herkommt, ne? Wenn das angrenzend an mein Parkplatz ist, dann darf ich davon normalerweise erfahren, oder? Denke ich nur ISO. Ja, doch, das hast schon recht. Und was ich mich halt frage, was das für einen Sinn macht, die Bahnbarung da aufzustellen. Der nächste Punkt. Wenn sie Tecken zwischen wollen, dann brauchen sie den schmalen Sporen. Ja. Weil es anders ist, da meiner Meinung nach nicht.
Also auch stellen sie dann das eh aufräumen, ne? Dokumentieren die Reparatur. Ja, ja. Aber im Moment sage ich noch nichts davon. Ja, alles gut, ganz entspannt. Kriegen wir alles hin. Ich habe eine Liste hier liegen und alles, was ich nachher eintragen muss. Ja, Sie wissen, wo die Liste ist, oder hoffe ich. Ich habe quasi 4 oder 5 Polizeifahrzeuge heute, die ich eintragen muss. 4 oder 5? Mhm. Dann drängst du bitte ein. Weil ich werde später die Rechnung überreichen. Mhm. Nö, ja, ich mach mal einen. Hast keine Erklärung, bitte, wo das, wo sie gehört, nicht, dass es irgendwo anders landet. Ja, mach gleich. Bitte auch im richtigen Format. Okay, ich hab's in meinem falschen gemacht. Ich mach mal aktuell so einen Stichpunkt und trag es gleich ein. Wo hast du den mit dem Punkt, ne? Ja, ja. Ich hab es ja schon mal gemacht. Gut, gut. Pascal, würdest du mir gleich einmal zeigen im D-Funk, wie das geht? Ja, kann ich gleich machen. Sehr schön. Dann würde ich gleich kurz ins Apartment fahren und mich dann in mein PC dort einloggen, dass du mir das zeigst. Ja, wir haben ja hier doch 100 PCs. Gut. Ja, wollte ich gerade auch sagen. Ich finde unsere Paragraphen. Ich hätte jetzt gesagt, das hätte ich als Verkehrsbehinderung laufen lassen können, wenn hier nichts angemeldet ist. Ja. Aber dafür haben wir keinen Paragraphen. Ist mir gerade mal so nebenbei aufgefallen. Finkel. Fahrzeugdiebstahl. Oder wo sind wir da? Mit meinem Auto. Diebstahl, hätte ich gesagt. Schon, oder? Ja, tut. Boah, ich weiß nicht, wie es ist, wenn er sich reingesetzt hat und es noch Seite gefahren ist. Er ist unbefugt eingestiegen, ne? Ja. Das ist halt das, was mich auf gut Neid, hätte ich gesagt, triggert. Ja, das ist, ja. Ach, ich steige gerne den linken Auto und wo es dann nicht aufzeiten, weil mit dem RTW eine von mir. Gut, aber ich habe mir das jetzt alles mal notiert, was er hier gemacht hat. Dankeschön. Und dann schreiben wir, wenn ich ihn finde. Passt, wir sind hier. Alles klar, wenn du mal was ist, ruft es einfach an. Also, da würde aber noch mal was hinzukommen. Der ist auch vorn mit einem kompletten Affenzahn hier einmal komplett. Sauerstein. Nö, alles gut. Ich wollte hier nur Platz machen. Nee, Platz machen, so nicht platt machen. Zugerannt, sag ich schon. Durchgerast. Mhm. Auch über hier, über diese Busspur. Weil ich mir einfach denke, wir haben dort ein Schild, dass das hier eine Busspur ist. Und dann ist er wieder umgedreht, ist halt hierher, hat halt diese Baustelle aufgebaut und. Hab ich ja euch Polizisten gesehen und dachte, ihr seid jetzt auf der anderen Seite von der Hecke. Mhm. Bin dann also vorne an die Spitze, wo die Hecke, also beim Abschnittwagen noch vorbei, vorne an der Ecke, wo dieser Stromkasten steht. Und dann ist er nochmal mit dem Affenzahn dann losgefahren und hätte mich dabei fast überfahren. Okay. Oh, hab ich vermerkt. Jo. Alles klar. Wie gesagt, wenn nochmal was einfällt oder so, dann. Jo. Meldet euch einfach. Jo! Alles klar, ciao. Ciao. Danke dir. So, und ihr setzt es dann bitte kurz ein, oder? Wir hören uns. Ciao. Jo, tschü. Kommst du mal kurz mit rein an den Computer? Ja, klar. Muss ja meinen auch noch machen. Jetzt wollte ich gleich nochmal gucken, was Reparatur für ein Fahrzeug war. Als ob ich da was eintrag. Ich muss gar nichts. Ich habe die letzten 15 Reparaturen gar nicht eingetragen. So, rein theoretisch. Warte mal, ich muss da auch erstmal gucken. Aber wenn ich guck's einmal auf D-Funk. Ich mach gar nichts, ey.
Dann habe ich die letzten 30 Aufträge ja auch nie eingetragen, hat er sich auch nicht aufgenommen. Die hättest du aber normalerweise müssen. So rein theoretisch. Rein theoretisch habe ich noch keine Schulung bekommen und mir wurde das auch noch nicht gesagt. Und gut ist. Und wenn das ich. Das wurde gesagt. Nee, ich hab. Vor 2 Monaten wurde das von Lanze hochpersönlich hier im Autohaus gesagt und da warst du auch dabei. Weil ich weiß da nichts von. Ich weiß da nichts von. Jetzt muss ich das mal. Microphone activated. Das ist immer hier zu viel drin. So. Gut, ich hab. Hä? Was? Was? Ich hab schon eingetragen. Ach, hast du schon? Ja, ja. Steht da nichts drin? Auf dem D-Funk? Doch, steht drin. Echt? Nein, doch. Warte mal. Eine Minute. Nee, ich finde aktuell gar nichts. Also von Lanze wurde was hinzugefügt? Achso, da. Ja, doch. Ja, jetzt seh's. Hä? Ja, ich seh's dran, alles gut. So wie sich das gehört. So. Ich habe jetzt nur ein Fahrzeug angegeben, aber Rechnung quasi für 3 berechnet. Ja. Was waren quasi 3 Polizeiautos? Ich berechne für jeden 1000. Mhm. Sind 3000 plus 2000 Goodie. Ja, ich bin bei für ein Fahrzeug bei 1700. Ja. Ich nehme einfach Preise, ich habe immer 1000 für Reparatur genommen. Da jetzt gerade selbst nichts eintragen. Was ist denn das? Achso. Du musst unten. Defunk hat ein Update. Ja, ich sehe es gerade. Defunk hat einfach ein hässliches Update bekommen. Ja, genau. Aber du siehst, dass ich was geschrieben habe. Das ist gut. Ja, ich sehe es gerade. Das ist doch gut. Ja. Jetzt die Frage, wenn ich meine Fahrzeuge. Und wir haben sie ja eigentlich um dieselbe Uhrzeit. Na, ich habe jetzt einfach 20:45 ja. genommen. Nee, deins war ja früher, die beiden Doppelfahrzeuge.
Welches das Doppelfahrzeug? Ich hatte nur eins. Ja, du hast es 2030. Ja, wollte ich auch gerade eintragen. Nee, Quatsch, das wird ja so geschrieben. Wo haben wir denn das? Jetzt die Frage, der Lanzel ist weg, oder? Musst du, was willst du von ihm? Mal nix, fragen, was halt noch, einem noch geht. Ist der jetzt da, dass sie aus dem Dienst gehen können? Kannst gerne jederzeit aus dem Dienst gehen, es wird heute nichts mehr passieren. Warte, ich wollte gerade einen Feuerlöscher rausholen. Das ist sympathisch. Weil bei dir da unten brennt. Nein, alles gut. Was hab ich gesagt? So. Ich bin schon mal aus dem Fahrzeug raus. Ja, easy. So, meine Rechnung ist auch drin. Hast drin? Ja, meinst du es jetzt? Die ist aber noch. Okay. Ja, liegt ein bisschen, aber die ist. Ja, Name von dem Polizisten. Warum Dollar ist Euro übrigens? Ja, ist jetzt egal. Ich habe das jetzt einmal als Euro-Zeichen. Alles gut. Ne, dann kannst du gerne jetzt aus der Dienst gehen, bis du ja schon hast das Fahrzeug raus. Nee, ich warte noch dran. Ich warte noch 3 Minuten, dann gibt's Geld. Ganz sympathisch. Naja. Deswegen bin ich quasi nur aus dem Fahrzeug raus. Aber offiziell noch im Dienst. Ja, alles gut. Okay. Damit wir noch mal ein Abschlussgespräch machen können, wie der Tag so gelaufen ist. Ruhig. Ja, sehr ruhig. 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 Was will ich dich gerade fragen? Achso, wann bist du morgen überhaupt da? Weiß ich nicht. Ja, ungefähr ab wann? Morgen früh um 8. Ja gut, da bin ich in Europa unterwegs. Ja, scheiße, wa? Bin so wahrscheinlich erst 2:30 wieder zurück. Ich muss morgen mal zum Arzt in Europa und muss in Europa meiner Arbeitsstelle auf Wiedersehen sagen. Ja, ist doch alles gut. Passt doch. Ja. Und noch ein paar Privatsachen von der Arbeit holen. Da muss ich gucken, wie ich durch den Verkehr komme mit dem Wetter. Achso, wie Geschlechtsverkehr. Ich hab's verstanden. Alles. Ja, genau. Ja, gut. Ja. Mal gucken. Weißt du, worauf ich jetzt Bock hätte? Was denn? Darauf. Nein. Nee, ich habe heute genug Polizei gesehen. Nee, wir brauchen heute nicht. Ich glaube, wenn du das machst, siehst du nicht nochmal Polizei, dann siehst du auch wieder Lanze. Ja. Ich bin am Überlegen, ob ich gleich nochmal in die auf den Diamantfeld gehe. Ja, dann machen. Ich brauche so knappe 500.000. Knappe. Ja, ich habe zwar eine Villa oben im Vinewood. Die hat mir 1,5 Mille gekostet, aber. Ach, du hast eine Mille. Perfekt. 1,5. Da habe ich ja letzte Woche meine Geburtstagsparty umgefeiert. Ihr wart auch eingeladen, aber ihr wart ja nicht da. Ich war nicht eingeladen, also bei mir kam nichts an. Aber ja, gut. Doch, ich hatte euch alle eingeladen. Ich hatte euch letzte Woche extra alle eingeladen. Wo bist du jetzt hingezogen? In Vinewood. Ich sagte ihm meine Adresse nicht. Schade. Nachher stehst du da, Maschallah, auf einmal vor der Tür. Ja, war so mit der Tasche. Ach, Quatsch. Nein. Da unten. Ja, gut, ich bin da, hallo. Ich nehm lieber den. Mikrofon mute, Mikrofon activated. Oh, jetzt müsste es da unten bei dir kühl sein. Ja, auf jeden Fall. Ah, sehr schön. Komm, ich will in den Feierabend gehen. Schätzlein. Ah. Jetzt mal ganz dumme Frage. Ich habe gestern 6-mal mein eigenes Auto repariert von der ADAC. Muss ich das eintragen? Dein eigenes Auto? Nein, vom ADAC Auto. Ja, eigentlich nicht. Das sind unsere Dienste. Also jetzt vom unseren Bereich oder vom ADAC selbst? So, ich glaube, ich kann feiern gehen. Sehr schön. Ja, ihr meint jetzt unsere Fahrzeuge? Nee, von uns. Von uns. Brauchst du nicht. Das sind ja unsere. Das wussten wir noch nie. Also, ich sag mal so, mir wäre nichts bekannt, weil ich sag mal so, ich bin ja schon eine Weile im Autohaus. Lanz ist jetzt der dritte Chef für mich, den ich. Oh, jetzt habe ich mich gar nicht umgezogen, egal. Den ich jetzt mitmache.
Bringst du mich doch einmal nach oben aufs Dach, dann können wir noch eine rauchen und dann gehe ich in den Feierabend. Na klar. Solange du nicht wieder den Feuerlöscher verwendest. Warum steht ein Polizeiauto? Ey! Ja. Ich. Jetzt. Wo steht ein Polizeiwagen? Ich hab gerade gedacht, da steht ein Polizeiauto. Ach so. Gut! Sehr schön, das gefällt mir. Lass es, lass es, lass es. Okay. Wollt gerade in Feierabend gehen? Okay, gut. Okay. Mal gucken, ob die Polizei rumkommt. Okay. Ich werde aber auch gleich aus dem Dienst gehen.
Hallo, hier ist der Sauerstein. Ich rufe an. Sie kennen so ein Autohaus? Da ist ja jetzt heute eine Baustelle aufgebaut worden. Hier sind jetzt 3-4 PKWs, die massiv gegen die Baken fahren. Und ich habe Angst, dass das explodiert. Jetzt die Frage, wen alle mich dann? Die Feuerwehr oder euch zum Absichern? Weil die Baken müssen hier weg. Also das kopflosen Autos. Ja. Ja, wir sind gerade noch beschäftigt, könnt ihr vielleicht selber abschleppen. Ja, im Prinzip will ich die abschleppen, aber wenn ich dazwischen laufe, dann verletze ich mich selber, weil die fahren gerade so, wie sie wollen. Aber ich guck mal, wie ich es mache. Ja, sonst, sobald wir Zeit haben, kommen wir zu Ihnen. Okay, wunderbar. Danke, ciao. Ja, ciao. Sagen Sie mir bitte nochmal die Postleitzahl. 856. Sie sind? Herr Sauerstein. Dann bis okay, gleich. Moment bitte. 1, 2, 4, 3, 8. Ich hatte ihm auch okay, über. Genau, ich hatte ihm nämlich auch eine Nachricht über die. Über Messenger geschrieben, aber. Kam, glaube ich, nicht durch. Nein, die kam nicht durch. Okay, gut, dann eventuell bis gleich. Ja, bis gleich. Ciao, ciao. Ciao. Herr Leitzel? Ja. Hier ist der Sauerstein. Sie haben ja mitbekommen, wir haben ja jetzt eine Baustelle vor der Tür. Katastrophal, ja, hier. Hören Sie mich? Ja, erzähl gerne. Hier ist ja die Baustelle eingerichtet worden. Jetzt haben wir das Problem, ja, kopflosen Autos, wir kommen quasi noch auf dem Hof, aber nicht vom Hof runter. Jetzt, die fahren alle jetzt gegen die Pöller und so. Im Prinzip, haben wir einen ganz vom Verkehrsstau gleich hier. Polizei weiß auch schon Bescheid. Das geht weiter, danke. Wunderbar. Jetzt die Frage, ich komme halt nicht vom. Wunderbar, die Polizei kommt. Sehr schön. Die helfen mir da. Ja, oh, danke schön. Ciao. Ciao. Ja, sorry, dass ich störe, aber wir kommen nicht drauf aufs Gelände und die Buschbus auch belegt. Moment. Ich mach das mit dem Traffic. Ah, okay. Sorry, dann dass ich euch nerv, aber. Der Excuse ist wieder her. Muss ich mal auf die Auto beschlagnahmen. Der tötet ziemlich gefühlt. Weil vorhin ist nämlich im Bus gefahren und Oh, Alex. Ja. Ich bin einmal kurz bei ihrem Auto da. Oh, der Motorschaden, das ist ja wieder ganz zu kurz. Entschuldigung! Das Auto kommt in die Baustelle reinschieben. Ja, mal die Baustelle rein. Digga, was mit dir? Will ich ihn wieder aus dem Auto geworfen, oder? Aua, Wissen Sie jetzt, warum ich die nicht zur Seite gefahren hab? Alter. Was ein Arsch. Klemmt das auch schon mal ab. Jo. Was für Verbände, die funktionieren ja hier gar nicht, ey. Hast du Verbände dabei?
Nein. Ich habe leider nur Pflaster, aber ich glaube, die bringen nichts. Aber nicht. Nicht verbluten. Gut. Okay. Dann gehe ich nämlich gleich aus dem Feierabend. Wie ist das? Meldet ihr das Stadtwecker? Das geht gar nicht hier. Und Link ist es nicht unsere Aufgabe tatsächlich. Wir dürfen da auch nicht eingreifen in diesen Verkehrsdings-Zeugs-Gelumpe. Okay. Dann lassen wir das erstmal so. Ich. Ja, der Lanze, der kann sich darüber beschweren. Ja. Vielleicht bringt es ja mehr. Ja, den Lanzel, den habe ich gerade angerufen und der hat gesagt, das ist euer Einsatzgebiet. Nee, definitiv nicht. Das ist nicht unser Einsatzgebiet. Gut. Wenn die Stadt eine Straße sperrt, dann können wir da leider auch nicht viel tun. Okay, gut, dann weiter. Das ist jetzt privat, aber das ist ja nicht. Nee, ist ja nicht privat, das ist ja hier öffentlicher Grund. Ja, genau. Nee, können wir leider nicht viel machen. Das ist sehr schön. Dann würde ich sagen, ruhige Schicht noch und danke, dass Sie so schnell kommen konnten. Ja. Und man hört sich. Jo, man ruhige Schicht noch. Sein. Komme ich schon wieder nicht rein. Müssen wir mal eben hier lang. Mal gucken, ob es dann innen funktioniert. Natürlich nicht. Müssen wir halt wieder von innen durch. Ja, mit Blick auf dieser wunderschönen Stadt melde ich mich aus dem Dienst. Schauen wir mal, ob wir arbeitslos sind. Sehr schön. Und damit würde ich sagen, ciao mit Frau Robin. Ich hoffe, die letzten 2 Stunden 45 Minuten haben euch gefallen. Tschüss.